Wir gehen rein. Find the Pro. Digga, dieser Song. Gänsehaut, ich schwöre. Adelan Casey, gib es mir. Nimm deine Schuhe mit, ich will dich heute abziehen. Wenn du dich traust, lass uns Mann gehen. Aber oh, ich kenne auf jeden Fall, glaube ich, kein Gesicht. Gegen Mann spielen Tempo, First Touch, rausdrücken, Antrieb. Vielleicht landest du auch mal bei FC Levante. Hi, Delo, zeig uns dein. Hackel George, danke schön für 5. Vielen, vielen Dank. Gute Qualität heute, freue mich. Oh, geil. Niveau, heute ist dein. Die Chance bei Find the Pro. Freunde, neues YouTube. Ach so, voll vergessen zu sagen. Vielen, vielen Dank vom ganzen Herzen für 50.000 Abonnenten auf meinem Zweitkanal bei YouTube. Vielen, 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 vielen Dank. Und für alle, die noch nicht reingefolgt sind, lasst ein bisschen Liebe da. Folgt gerne rein. Wenn ihr es nicht fühlt, meine Reactions, dann macht's nicht. Ist auch okay. Aber falls ihr meine Videos ab und zu schaut, maybe einfach mal auf Klick. Okay? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. YouTube-Video. Hatte man dir? 1,10. Eieieiei. Ben, dankeschön für dein Prime. Heute wieder eine Folge Find the Pro in Stuttgart. Und da könnt ihr euch schon fast vorstellen, wer gleich mitten in der Jury sitzt. Ist eine klassische Folge. Also es geht darum, dass 8 Spieler hinter mir behaupten, dass... 8 Spieler heute. ...die ein Pro-Spieler sind oder in einem Nachwuchsleistungszentrum sind. Aber nur einer sagt die Wahrheit und wir finden das anhand verschiedener Challenges heraus. Deshalb kommen wir direkt erstmal zur Juryvorstellung. So, Freunde, natürlich auch zum heutigen Video eine PS5-Verlosung. Hey, Digga, dir ist Mr. Verlosung. Er verlost immer was. Machen wir häufiger, dass wir ein paar Preise verlosen unter den Videos. Deshalb, falls ihr noch nicht abonniert habt, würde mich extrem freuen, Freunde. Einfach ein Follow da lassen. Digga, 75%. Kommentieren und dann seid ihr schon mit im Lostopf dabei. Ey, Svetschke, bitte ruhig sein, Brudi, bitte, ja? Vielleicht machen wir da auch wieder eine persönliche Übergabe draus. Danke. Haben wir hier und da mal gemacht, dass ich Sachen persönlich übergeben habe. Wäre bei so einer PS5 auch eine coole Geschichte. Deshalb einfach Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und fleißig kommentieren, Freunde. Mein Name ist Dia, ich mache alles so rund um das Thema Fußball und ja, nehme mir ein völlig neues Gesicht heute mal. Ich bin Sunder, Spieler vom VfB Stuttgart und bin froh, hier zu sein. Ja, ich bin jetzt auch Team... Olam, Ermedin! Ermedin! Kollege vom Dennis Undaf, ich spiele jetzt auch beim VfB Stuttgart und ich bin Ermin Demirovic für die ganzen Leute draußen. Ich bin Bowie und wenn ich nicht einer der besten Rapper wäre in Deutschland, dann wäre ich bestimmt einer der besten Kicker. Deswegen bin ich, glaube ich, in guter Gesellschaft. Ja, nennt man, er ist doch eher Sänger, oder? Anstatt Rapper-mäßig? Weil seine Songs sind ja so, also ich habe keine, das nennt man ja auch Rapper, ich weiß, aber... Das ist ja eher so sängermäßig. Ihr wisst schon, was ich sagen will, ne? Ja, für die Leute, die sich nicht erinnern können, wie lange ist unsere Folge her, wo ihr beide zusammen dabei wart? Ich habe keine Ahnung. Ja? War das im Winter bestimmt, ne? Ja. War das letztes Jahr Winter oder jetzt so Januar, Februar? Ich überlege gerade selber. Ein Jahr? Vor 5 Monaten war das. Guck, habe ich einen hergeholt, ne? Folge hat mich zum VfB geholt. Baui zum ersten Mal mit dabei, freuen uns. Auch bei der Icon League vertreten, da hast du deinen Fußballbezug, ne? Da komm ich. Da hat er 2-3 Mal schlecht für mich gewertet. Ich schwöre dir. Momentan B2B auf die 1. Momentan. Ich sage extra momentan. Damit keiner, bevor ich wieder vom ersten weggerutscht werde, dann direkt sagt, hey, du hast gesagt, erster Platz. Voll auf meine Kosten, ja. FC One Football. Hast du in der Jugend selber Fußball gespielt? Ja, aber... Hierfür wird es reichen, glaube ich. Ja, genau. Kommen wir direkt zur Spielervorstellung. So, Digga, jetzt bin ich gespannt. Ich bin Mate Mic, 18, Zehner bei Austria Wien. Ja, ja, ja. Sah entspannt aus, aber er hat nicht gesagt, ob er jetzt Profis bei den Profis ist oder ob Jugend, aber sah entspannt aus, sah gut aus. Kenan Dünnwald-Turan, links außen. Wie kommen die bitte auf diese Mannschaften? Wisst ihr, welche Liga das ist? Oder welches Land?
28 Jahre. Also ich weiß es. Bravo. Noel, danke schön für 7. Vielen, vielen Dank. Schottland, so nämlich. Das ist Schottland. Erste Liga. Ich weiß nicht, ob die noch erste Liga sind, aber die sind immer mal wieder erste Liga. Schottland, erste Liga, St. Johnston. Tyrese Zeigler, 17 Jahre alt, Rechtsverteidiger. Oh, hab schon mal seinen Namen gehört. Und ich spiele bei Kaiserslautern in der U19. Das ist halt immer sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Kaiserslautern, U19, Rechtsverteidiger. Das ist immer direkt so, kann sein. Jongliert auch ganz entspannt, Tyrese. Yılmaz Dağlar, 25 Jahre, zentrales Mittelfeld, Kasımpaşa, İstanbul, Türkei, 1. Liga. Also sieht okay aus, Bruder, aber Kasımpaşa, es ist dann mal wieder so... Ich check's nicht. Jani. Ich bin Jamil, ich bin 16 Jahre alt und bin Stürmer bei der... U18 von RSC Anderlecht. Okay, U18. Anderlecht. Belgien. Bruder, für 16 sieht er sehr stabil aus. Oh, ne? Bruder, hast du dein Sixpack gesehen für 16? Ja, ach, das juckt mich. Ja, bei dir ist er. Er muss gut Fußball spielen können. Oh, ich glaube, heute wird's nicht leicht. Ja, mein Name ist Nick, bin 22 Jahre alt, spiele beim FC Luzern. Flügel oder Stürmer? So, Chingy. Deine Waden, Bruder, die sind... John Cena, ne? Shaqiri. Bruder, das sind... Was ist das für ein Waden, Alter? Wo wurdest du gestochen, Bruder? Was hat dich gestochen? Nichts zum Glück. Bisschen hektisch. Man sieht direkt die ersten Bewegungen ein bisschen hektisch. Ach, kann mein Name ist Bora Kat. Abo, Bruder, es wird sehr schwer. Wenn ich Brighton sehe, ist für mich direkt schon... Ich bin 18 Jahre alt und spiele bei Brighton Hove Albion in der U18. Das müsstest du doch wissen, oder? Die haben es extra schwer gemacht. Die haben das extra gemacht. Abo, dass die alle gesagt haben, U18. Das wird ja so schwer heute. Ja, ja. Nein. Nein. Niemals. Tut mir leid. Nee. Nein. Ich bin 18 Jahre alt. Tut mir leid, das sehe ich einfach an den ersten Bewegungen. Die ersten Kontakte in der Luft, nein. Und spiel bei Brighton Hove Albion in der U18. Das müsstest du doch wissen, oder? Ja, ja. Nein. Niemals. Niemals. Ich schwöre, das ist ein Nein niemals. Ein direktes Nein niemals. Leider ja. Leider ja. Mein Name ist Tobias Moser. Ich bin 18 Jahre alt und spiele Zehner bei SV Ried in der zweiten Mannschaft. SV Ried, zweite Mannschaft? Also junge Wikinger. Bist du Russe oder Deutscher? Na, Österreicher. Digga, wie viele Kandidaten? Nee, guck mal. Warum machst du so mit mir, Borakat? Warum, ja? Bruder, erster Blick, aber wir warten. Wir warten, Bruder. Warum, ja? Für diejenigen, die es gerade nicht gecheckt haben, der Mann hat einfach gerade einen Zap hier gelassen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Aber Betsy, ich nehme diese zurück. Nein, aber auch wegen Brighton. Bruder, ich küsse dein Herz. Brighton, schwer. So rein optisch, der erste optische Eindruck. Dennis, willst du gleich anfangen? Welche zwei Kandidaten? Ich muss sagen, ich hätte den Kamil. Der sieht mir nach Fußballer aus. Und sonst... Kamil? Der ist Jamil, Bruder. Ja, falsch ausgesprochen, Jamil. Sorry. Und sonst eigentlich keiner. Ja. Bei dir hätte ich das am ehesten gedacht. Der Rest ist so auf einem Niveau.
Aber der hebt sich von allen anderen ab bis jetzt. Davy, was würdest du sagen? U19 Lautern ist halt sehr, wenn man Lautern U19 hört, ist es halt schon sehr realistisch. Boah, ich gehe auch mit Jamin. Passt irgendwie, die Schuhe und so, Stürmer, 16 Jahre alt, das passt schon. 16 ist ja sogar, glaube ich. 16. Und Tobias hat mir auch irgendwie, keine Ahnung. Der Unterzieh sieht ein bisschen komisch aus. Würde ich es fast abkaufen ein bisschen, ja. Bin gespannt. Bowie, deine zwei Calls? Ja, ist Jamil und ich weiß nicht, entweder der Kollege mit den Waden, Nick, oder Tobias auch, ja. Tobias macht auch einen soliden Eindruck. Ja, ich muss auch mal andere Calls abgeben. Ich würde tatsächlich Yilmaz, finde ich, sieht schon sehr nach Fußballer aus. Ja, jetzt gucke ich gerade, Jamil ist auffällig. Aber tatsächlich auch, ich mag hier Yilmaz, wo ist er denn? Kenan. Ist auch so ein bulliger, könnte auch so ein bulliger Stoßstürmer sein. Alex, vielen Dank für deinen Prime. Kuss, Liebe. Er hat auch Flügel gesagt, links außen. Ja, links außen ist halt so ein bisschen komisch, weil ich den eher so als Stoßstürmer sehe. Wenn man so eine Statur hat, aber weißt du. Ja, ja, wenn es gleich losgeht und wir sehen alle, dann sage ich, wer für mich so Favorit ist. Vom ersten Eindruck. Keine Ahnung, kann ja so ein Ding. Gib mir kurz. Layout-Typ sein, der ist ja auch so groß, breit. Ja. Ja, weiß man ja nicht. 100%. Wie groß bist du ungefähr? 1,88 bin ich groß. Aber das Gute ist, wir sehen jetzt Fußball, bevor wir jemanden rauswählen. Und da können wir anfangen. Und da darf gleich Matej anfangen. Erste Challenge ist nämlich Penalty-Shoot aus. Nicht Five-Shot, das kommt später. Sondern die kriegen einen englischen Ball zugespielt, An- und Mitnahme und dann 1 gegen 1 gegen Keeper. Jeder von denen kriegt 2 Versuche. Okay. Also Lautern ist mein Call. Der hier ist, ich habe seinen Namen vergessen, auch interessant, also er ist interessant. Tyrese ist interessant. Und bei dem weiß ich noch nicht, was ich denken soll. Ich glaube, die hier, ja, also die drei, die 5 ist so jetzt, bis jetzt. Also vom Gefühl. Vom Gefühl. Mein Gefühl sagt mir 1, 2, 3. Dann so. Darf Matej anfangen. Für mich schon jetzt. Ihr denkt jetzt wieder, ich übertreibe. Aber Bruder, das ist kein englischer Ball und das ist kein Flugball. Das ist ein Ball zwischendrin. Zwischen den beiden. Versteht ihr? Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist kein englischer und das ist kein Flugball. Das ist so ein Zwischending. Okay. Bruder, noch. Was ist passiert? Nur Ball, das ist nicht schlimm. Nur Ball. Bruder, der Matej kann was, Bruder. Ja. Hätte ich genau gleich gesagt. An seiner Form, also an seiner Art, wie er so den Ball führt, diese Annahme passiert mal, das ist nicht schlimm. Ist nur Ball. Alleine diese Wackler. Haben wir auf dem Schirm. Bruder, der Matej kann was, Bruder. Ohne Spaß. Er kann was, Bruder. Besserer Ball. Was ich bei ihm gut finde, er geht weiter. Direkt nächste Runde für mich auf jeden Fall. Zum Ball, er geht in den Ball rein, so, weißt du? Aber seinen anderen hat mir gerade aufgeregt. Also den, der durchgelassen hat. Der ist gut. Sollt ihr es sagen oder soll ich es sagen? Wollt ihr es sagen oder soll ich es sagen? Was ich bei ihm gut finde, er geht in den Ball rein, so, weißt du? Nein, nicht nein, niemals. Nein, 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 nein. Seinen anderen hat mir gerade aufgeregt. Nein. Der durchgelassen hat. Das ist ein englischer Ball. Nein, das, ob er es ist oder nicht, sage ich noch nicht. Aber das ist ein schöner englischer Ball. Und auf dem Kunstrasen schön flach. Der ist gut. Ja. Guter Ball. Der Stürmer, Bruder. Der macht keine halben Sachen. Was gefällt dir nicht? Du guckst. Warte, das ist Tyrese. Super Bälle. Also das sieht auch jemand, der einfach Ahnung von Fußball hat, sieht, der Junge kann Fußball spielen. Und Lautern ist für mich jetzt schon mit diesen zwei Bällen sehr weit oben. Sehr weit oben. Tyrese ist... Bruder, ich mag Kenan. Ich mag seine Statur, seinen Abschluss. Nein, Bruder. Aber du magst ihn nicht, ne? Nein. Bruder macht halt keine halben Sachen. Ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich hab da ein bisschen Kopf wie Dennis. Na, genau, ja. Das eigentlich, was ich davor gesagt habe. Ja, genau. Aber er übertreibt dann wieder die Richtung. Checkst du diese? Aber er hat gesagt, er ist links außen und dann Stürmer.
Also ist seine Position links außen. Ein links außen schießt nicht einfach so, du weißt, der geht 1 gegen 1. Aber richtig 1 gegen 1. Ich bin gespannt auf ihn jetzt. Guck mal, wie er schon geht, Alter, Alter. Ein kleiner Gangster. Oder diese Tape noch unten am Knie, checkst du? Ja, Spiel! Natürlich mit Kommando. Viel, aber. Ein guter Ball. Ball bodenlos. Oh, Boden. Ja, Spiel! Also du weißt, der geht 1 gegen 1. Aber richtig 1 gegen 1. Ich bin gespannt auf ihn jetzt. Guck mal, wie er schon geht, Alter, Alter. Ein kleiner Gangster. Oder diese Tape noch unten am Knie, checkst du? Ja, Spiel! Nein, raus nicht! Ich sage, er ist sehr aufgeregt. Mit Kommando? Bruder, der Engel. Also ich weiß nicht, was das wieder sein soll. Ball wieder fatal. Ein guter Ball. Ich sage, er wollte zu viel und ja, der Durchgang ist halt fatal. Oh, Bruder. Aber ich sage, hat noch nichts zu heißen. War ein bisschen dieses Übermotivierte, weil die Augen. Ja, er ist übermotiviert. Weil er Augen gemacht hat. Ja. Er schreit einfach. Kommando, Bruder. Ja. So, ist entspannter. Aha. Okay. Er will ja zu Tempo aufnehmen, mäßig. Doch, ich sag, habt ihn auf dem Schirm. Das war, nein, das ist kein Raus. Niemals. Lasst ihn drinnen, glaubt mir. Lasst ihn drinnen, glaubt mir. Ich bin noch unentschlossen. Ich bin völlig von ihm überzeugt. Du bist überzeugt von ihm? Ja, ich finde ihn super. Doch, der ist auf jeden Fall weiter. Safe. Safe weiter. Ich Rechtsverteidiger. Große Schritte, den Ball vielleicht weit vorauslegen mäßig, gute, große Bälle, motiviert, Arbeiter. Ja, ne? Ja. Ich weiß, was ich meine, das ist ein bisschen mit, als wenn du gegen eine Wand spielst, vom Touch her. Nein, er nimmt dir gut an und dann der nächste Kontakt ist bei ihm immer zweit. Ja, gebe ich dir, aber ist ja, okay. Er nimmt den so 3-4 Meter zu weit mit. Ja, aber er ist auf jeden Fall trotzdem ein Dings da weiter. Okay. Dafür waren seine englischen Bälle zu gut. Als Rechtsverteidiger, meistens hast du ja diese... Ist er Rechtsverteidiger? Ja, hat gesagt Rechtsverteidiger. Jetzt hier noch dran, ne? Der gestern noch Super League gespielt haben soll. Weil er weiß, vielleicht ist er nicht im Kader oder... Er ist bei Zweiten, aber hat Erstliga-Vertrag. Muss schon da sein, Spielersatztraining und so, aber weißt du selber. Deswegen gut, ist Keeper. Er nicht bei der ersten Mannschaft. Schade. Deswegen ist er nicht bei der ersten Mannschaft. Also Bruder, die Bälle von außen auch nicht. Oh Bruder, der spielt auch scheiß Bälle. Ja, leider ja. Jamil? Ja. Leider ja. Schieß doch. Aber ich weißt du, wisst ihr, was die Sache ist? Digga. Ich schwöre. Nein, wartet. Geht da hin und sagt irgendwie so eine Mannschaft, keine Ahnung. Dritte Liga. Irgendeine dritte Liga-Mannschaft oder sowas. Oder so. Zweite Liga in. Ich weiß nicht. Aber wenn du da hingehst und du sagst so Kasim Pascha. Und dann machst du sowas mit heute. Dann ist es halt auch ein Nein niemals. Was soll ich machen? Ist er weggerutscht? Ja, passiert. Haram, ja. Passiert, Bruder. Er muss selber lachen. Guck, auch wichtig. Bruder, schießen einfach. Ach, der hätte gelb-rot bekommen. Ja, der hätte gelb. Boah, Digga. Also die Bälle von außen sind Augenkrebs. Gänsehaut. Ach, der hätte gelb-rot bekommen. Ja, der hätte gelb. Boah, Bruder. Er will, aber er kann nicht. Ach, oh, Bruder. Und hört ihr die Kommentare von der Jury? Ich bin nicht der Einzige, der hier sitzt und der so reagiert. Digga, er mit ihm und Dennis zusammen in der Jury auch hart. Mir jetzt ein kurzer Ecke. Wenn er jetzt nochmal rechts hoch. Ja. Eieieiei, beide raus. Aber sofort, hochkant. Aber der hätte auch wirklich Scheiße am Fuß gerade. Das ist echt unglücklich, ja, ist ne? Echt, ist. Der andere hat den nach Afghanistan geschossen. Jetzt Jamil, ne? Anderlecht. Stürmer, ne? Der Touch war gut, links geschossen. Also, Bruder, nie und nimmer. Mit so einem englischen Ball, er kann egal was machen, er ist eine absolute Karte. Was? Und er freut sich jetzt, weil er ein Tor gemacht hat, glaubt mir. Was guckst du? Torwartfehler. Ja, ja. Nein, scheiß mal auf Tor, von wo hat der geschossen? Ja, wissen die, dass sie reingehen dürfen? Ja, ja. Ich liebe es, ich mag es immer, wenn Dennis in der Jury ist, warum? Ich stoppe schon wieder unfassbar viel, weil ich weiß, sorry, ey. Ich mag es, dass Dennis in der Jury ist, weil er ist auch immer sehr direkt.
Und dann stehe ich immer nicht nur so da, ja, der labert immer nur, also ich. Ja, natürlich. Die wissen schon, aber wer trifft, hat recht. Guck mal, hast du Endrix seinen Schuss gesehen gegen euch? Ja, auf, Digga, das war einfach. Wo man sich denkt, warum schießt der? Jetzt kannst du schießen. Das macht er gut. Okay. Ist einfach clean, ja, aber okay. Wer spielt denn die Flanke eigentlich? Wer ist das noch? Nick ist das. Nick. Nein, Bruder, nein. Weißt du, was ich nicht mag? Dieses mit Oberschenkel, dieses Ekli, das war so. Du wartest doch, bis der Ball vernünftig liegt und dann nimmst du ihn clean mit. Weißt du, wenn du mit Brust annimmst und der fällt, nimmst du ihn, wenn er fällt, legst du ihn runter direkt. Genau. Hört ihr das? Ahmedin, bravo. Ich mag dieses mit Oberschenkel, dieses Ekli, das war so. Du wartest doch, bis der Ball vernünftig liegt und dann nimmst du ihn clean mit. Das ist der Punktbacker. Weißt du, wenn du mit Brust annimmst. Hör zu jetzt, was er sagt. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Und der fällt, nimmst du ihn, wenn er fällt, legst du ihn. Bravo. Das ist so dieses. Man kann es nicht so erklären, aber ich weiß ganz genau, was er meint. Runter direkt. Genau. Nicht nochmal springt, nochmal, checkst du, was ich meine? Ja. Ja, aber der spielt auch scheiß Welle, der Typ hier. Ja, mit den Waden. Aber er ist auch noch 16, ne? Ja, die Wade ist dran, Bruder. Komm, oder? Boah, sehr hart gerade. Alter, ich hab mich auf Qualität gefreut. Guck mal, der ist sauer. Der hat den Ball einfach gegen seinen Ball geschossen. War so durchschnittlich. Unterdurchschnittlich war er. Wenn du das Gesamtpaket alles siehst, dann hast du. Ich spiele gute Bälle. Ich bin auf Tobias gespannt, ich schwör's dir. Hast du gehört, was er sagt? Was? Ich spiele gute Bälle. Ja, ich hab schon wieder alles gesehen. Was denn? Er sagt einfach, ich spiele gute Bälle. Aber ich hab nichts gesehen. Aber super Ball. Ich hab nichts gesehen, Alter. Aber super Ball. Brighton, ne? Bruder, Alter. Dein Mann. Doch, Bruder, der kann schon. Aber Tobias, die beste Bälle hat bis jetzt Dings da gespielt. Tyrese, ne? Ja. Hat extra blaue Hose für Brighton angezogen, darunter als Kurs. Siehst du das? Und die Hose ist blau bei ihm. Schein, der sieht aus wie mein Cousin von Bewegung. Ah. Er sagt, oh Bruder, wirklich doch zwei Minuten. Mit links nicht schlecht. Okay. Ist er jetzt rechts oder Linksfuß? Rechts. Bist du rechts oder Linksfuß? Beidfüßig. Mach noch einmal mit links. Aber rechts. Bitte. Hey, linker Fuß, ne? Ja. Ich spiel gute Bälle. Linker Fuß und spiel gute Bälle. Macht sich schlecht mit links. 100% Rechtsfuß. Du guckst wieder so. Aber kann auch mit links einigermaßen. Ich kenne diesen Blick. Gut sogar. Noch ein. Warum? Ja, ein Ball war nicht so gut. Was meinst du mit einem Ball war nicht gut? Ein Abschluss oder ein Ball von ihm war nicht gut? Ein Ball von ihm. Also seine Schuld meinst du? Wegen ihm bist du einen neuen? Einen nur. Du hast viermal geschossen, ne? Ja, einen wolltet ihr ja. Ja, ja, aber insgesamt viermal. Der letzte mit dem letzten viermal. Also zieh mal seinen schlechten ab. Hast du dreimal geschossen. Wie oft habt ihr geschossen? Auch dreimal, ne? Dann brauchst du nicht. Passt. Alles gut. Digga, Dennis, Alter. Und Dennis macht kurze Prozess hier, Digga. Wie vor Haft ist er? Ich schwör's dir, Digga. Muss ich doch rechtfertigen. Wie viele gut, Dennis! Oh, wieder mit Knöchen, Zähne. Bälle bekommen hat, Digga. Wer ist das, der jetzt spielt, die Bälle? Matej. Okay. Boah, geht gut rein direkt. Tschüss, Herr Segel. Ich hab doch gesagt, Tobias, Digga. Man sieht an seinem Bein schon, Bruder. Und der ist 18, ne? Ja. Der sieht aus wie 25. Aber dieser Matej spielt auch gute Bälle, Bruder. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Digga. Die müssen, die lachen selber. Die müssen selber lachen, ich versteh's nicht. Super Bälle, ne? Was sagt aber dieser Matej, Bruder? Der ist schon gut. Das ist halt die Sache, ne? Österreich, zweite oder dritte Liga, das ist schon, das ist so wie hier, was würdet ihr sagen, so Oberregionalliga ungefähr, Oberliga? Die dritte Liga in Österreich zum Beispiel, oder dritte, zweite Liga? Oberliga? Regio-Abstiegskampf?
Darf ich noch einmal einen von dir sehen, bitte? Einer geht raus oder zwei? Einer. Ach so. Hier, machst du da Burak. Baraka. Ich hab sogar nicht. Okay, danke dir. So, Freunde, wir müssen. Eieieiei. Also, Bruder, am besten hat mir so vom Bewegungsablauf und von den englischen Bällen. Ich sage so, Mann, nee, dann wär, ihr sagt sowieso wieder, ich schummel und sowas und ich hab geguckt. Aber es macht einfach am meisten Sinn bis jetzt einfach Lautern. Auch wenn er sich den Ball weit vorgelegt hat, auch wenn der, wenn er keine Ahnung was gemacht hat. Rechtsverteidiger haben meistens nicht die beste Technik. Die rennen aber hoch und runter, gehen in die Zweikämpfe rein und seine englischen Bälle waren die besten von allen. Also mit Abstand. Wir müssen einen rauswählen und unabhängig voneinander auf die Tafel, auf der Tafel aufschreiben und dann nacheinander umdrehen. Seid ihr soweit? Also ich habe jetzt, glaube ich, 5 Kandidaten, die ich rauswählen könnte. Ist egal, wenn ich jetzt sage. Dann darf Bowie, dreh du mal gerne als erstes um. Ja, für mich mit Abstand die schlechteste Performance. Sorry. Demi, ich guck's mal. Ich habe auch irgendwas aufgeschrieben. Ja, für mich war es auch zu wenig einfach. Ich glaube, du hast 4 Durchgänge. Jano, mein Bruder, jetzt Dankeschön für 6 Monate. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Einmal bist du ausgerutscht, aber kein Tor gemacht. Ich glaube, bei 4x1 gegen 1 kann man schon erwarten, dass man ein Ding macht. Deswegen. Ich habe auch Ilmas, weil hier waren auch einige andere, die schlecht waren, aber du warst leider der Schwächste von denen. Ich glaube, du hast sogar am wenigsten Tore gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Hart. Und deswegen habe ich dich gewählt. Ja, ich hatte die Entscheidung war bei mir zwischen Ilmas und Nick. Ich habe mich aber gegen Nick entschieden gehabt. Spielt jetzt eh keine Rolle mehr, weil Nick jetzt noch mal eine weitere Chance bekommt. Oder beide fatal, sorry. Bekommen. Ich fand bei Yilmaz, keine Ahnung, habe ich im Gefühl, dass da mehr hinter steckt. Dass es einfach sehr, sehr unglücklich lief heute für dich. Und bei Nick sah das einfach vom Allgemeinen, was da lief. Bei dir war es einfach viel war unglücklich. Ausgerutscht hier, dann hast du einmal Scheiße am Fuß. Wenn es einmal nicht läuft, weißt du selber, kommst du nicht ins Spiel rein, dann passiert nichts. Ich sehe, da könnte vielleicht mehr drin sein, aber. Gut, so ist das Game leider. Und deshalb trotzdem hier was, ja. Danke fürs Mitmachen, Maschine. Boah, ich glaube, es muss schon hart sein, da erste Runde rauszufliegen bei Find the Pro ist schon hart, ey. Ja, alles richtig. Erste Runde war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich muss ich besser performen, aber muss auch akzeptieren. Aber sympathisch. Nehme ich so hin. Voll sympathisch. Nächste Challenge, Freunde, die Five-Shot-Challenge. Durchatmen. Oh, Mitte, Bruder. Flach Mitte. Digga, bei Find the Pro schießt er in die Mitte. Wer trifft, hat recht. Der Torwart gibt wenigstens Gas, Alter. Ich wurde nervös. Ne? Sorry. Wurde auch nichts, ne? Also, der ist für mich auch raus. Egal, scheiß drauf. Ich wurde selber nervös, weil sie zuckt. Ich höre. Wer trifft, hat recht. Der Torwart gibt wenigstens Gas, Alter. Bruder, einfach einschieben. Was ist das, Bruder? Einfach mittig auf Torhüter drauflaufen. Was machen die da, ey? Nervös, ne? Ich wurde selber nervös, weil sie zuckt. Ich höre. Oh, gut. Ja, das war aber stark. Der war gut, Alter. Die ersten zwei haben nicht gut. Gut, Matej. Aber dieses 1 gegen 1, Bruder, weil er läuft wie eine Ente irgendwie. Sie haben zu viele Gedanken. Schieß einfach in der Ecke rein, hol das. Ja, Mann, Alter. Lauf da an, bisschen mit Tempo, schieb einfach in die Ecke rein. Oder versuch einfach nur in die Ecke reinzuschieben und das reicht schon. Was machst du da, diese Dings da, und läufst einfach gerade auf den Torhüter? Boah, fertig. Schüsse sind aber stabil, muss ich sagen. Der redet schon, bevor er schießt, Digga. Ich hasse das, wenn die dafür kein richtiges Timing haben. Schüsse links, rechts waren eigentlich gut, muss ich sagen, aber Annahme war wieder Quatsch. 1 gegen 1 war Quatsch und der Elfmeter war auch, ja. Jetzt Kenner. Kenner, Schottland, erste Liga. Nein, Bruder. Ich schwöre, Alter. Dennis sagt mir alles schon. Dennis sagt voraus, was ich sagen will. Oder doch. Was war das für ein Anlauf, Bruder? Der ist ja fast hängen geblieben mit seinem Körper. Aber wie er den wegdrückt, perfekt in die Seitentasche. Abschluss war top.
In die Seitentasche? Abschluss war top. Mach mal bitte ganz kurz Subchat raus. Ganz kurz Subchat raus. Aber nicht nur ich sehe das so, oder? Aber oh. Bruder, was war denn das für ein Übersteiger? Nein, Bruder. Bruder, doch. Was war das für ein Anlauf, Bruder? Der ist ja fast hängen geblieben mit seinem Körper. Bruder, es geht nicht um die Tore, Bruder. Es geht nicht um die Tore. Es geht um den Übersteiger. Aber wie er den wegdrückt, perfekt in die Seitentasche. Absolut top. Boah. Das macht er auch super. Hör auf, ihn zu haten. Ich mag ihn. Siehst du, ich wusste, dass Dennis hinter der Kamera, weil man ihn gerade nicht sieht, lacht er. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich finde ihn klasse. Immer besser. Bin gespannt. Wie er den Elfmeter da rein... Hat er gesagt, der Stürmer hätte ich ein anderes Bild von ihm. Auch stark. Aber er macht die Dinger rein, ich sag nichts, ich schwöre. Ich rede nur über den Bewegungsablauf. Sie sind gut. Der Abschluss ist sehr gut, ne? Abschluss ist wirklich gut. Hat er gesagt, der Stürmer hätte ich ihn das eher abgekopft als links außen. Das fuckt mich halt. Oder links außen, niemals. Aber auch okay. Two touch. Ich finde ihn klasse. Oh, da wusste er nicht, genau. Aber das ist dieses Timing, wovon ich geredet habe. Bruder, er macht die Dinger, ich schwöre, ich sag ehrlich, Abschlüsse, brutal. Ich hab nur wegen diesen Übersteiger, aber der Übersteiger war einfach 5 Meter hoch. Ja, bitte. Stürmer, Bruder. Genau das. Dieses genau auf den Moment warten, da liegt er, ob er reingeht oder nicht, ist mir egal, aber... Ja, Bruder, top gemacht, Bruder. Jetzt bin ich gespannt auf Tyrese. Ja, Tyrese Halliburton. So, Kennern hat mich überzeugt. Ja, Bruder, schon gut. Bei Kennern, ich weiß, Durchgänge gesehen. So, nämlich, Yahyo. All time, die besser waren, Bruder. Elfmeter legt er perfekt rein. 1-1, Schürkelos. Rechts super, Karte. Links gut. Nein. Ja, Bruder, sein Linker war gerade richtig gut. Sein Linker war gut, Bruder, ich schwöre. Sein Linker war top, top. Das, gerne. So, der hat die mein Best Favorit. Gezieht, ne? Bruder, macht Bruder, Neymar Anlauf. Und die Sprung und so, Bruder. Oh, super. Leg den Ball jetzt nicht weit vor. Gefühl, der chillt ein bisschen. Boah. Er nimmt das nicht ernst, habe ich das Gefühl. Wer nimmt das nicht ernst? Ja. Tyrese nimmt das nicht ernst? Ja, so gut, mach das Hütchen weg. Hast du gut von mir gehört. Ja, das sieht sowieso. Naja, kann, aber ich finde ihn richtig. Wenn ich übertreib jetzt ja, nicht. Der ist gut, Mann. Der ist sehr, sehr bitte gut. Übertreib jetzt nicht. Ich bin mein Favorit gewesen. Sehr gut. Macht er es. Bruder, er ist Weltklasse. Ich schwör's, er ist super. Wir haben noch Platz für den Baller League. Was soll ich euch sagen? Wir haben noch Platz Baller League, wenn du willst. Bruder, er ist 17, ne? Ist er 17? Er spielt U19 Kaiserslautern, Bruder, ich schwör. Nein! Das ist okay mit links, Bruder, bei mir sieht er noch schlechter aus. Ja, ist nicht schlimm, scheiß linker Fuß. Meiner ist noch schlechter. Aber gegen Dortmund 2 Tore machen mit links, scheiß drauf. Ist egal. Ja, danke schön! Und ich sage, die anderen alle würden ihn annehmen mit der Brust. Nimm noch mal. Ich sage euch, viele anderen aus dieser Runde, der Touch war nicht krass. Der ging ein bisschen auch nach links und der war auch nicht krass. Aber ich sage es, dass er einen Schritt nach hinten gegangen ist und den lieber mit dem Bein annimmt, besser als mit Brust. Nein. Ja, ist nicht schlimm. Scheiß linker Fuß. Meiner ist noch schlechter. Aber guck mal, der kommt schon hoch. Wisst ihr, was ich meine? Ich sage, andere würden den jetzt mit der Brust annehmen. Ist egal. Nimm noch mal mit, wenn ja, aber Annahme war nicht gut, ne? Versteht's nicht falsch. Abschluss ja, auf der Ball wurde nicht richtig. Hast gesehen, wie der Ball noch aber es macht am meisten Sinn. Trotzdem guter Durchgang, Digga, muss sagen. Ja. Bis zum letzten. Aber bis jetzt hat jeder, beim letzten guter Problem, Durchgang, Kyrie, sehr gut. Okay. Ja, Berke, safe. Jamil, du darfst gerne. Bin ich gespannt. Das darf ihn jetzt nicht aus dem Konzept bringen, weißt du? Na da komm, scheiß dir. Was ist passiert? Aber sein Schusstechnik hat mich ein bisschen... Leg den Ball doch bitte, guck mal, wenn ich das Hütchen sehe und den Ball... Leg das Hütchen weg! Oh, hättest du nicht gesagt, hätte er nicht gemacht. Ich schwöre. Armageddon alaikum salam, Bruder, ich verstehe es nicht. Ja, Meter verschießen passiert, Bruder, natürlich. Der wollte einfach mit dem Hütchen schießen, ich verstehe es nicht. Und ich erkläre, also ich sage das jedes Mal. Hättest du nicht gesagt, hätte er nicht gemacht. Ja. Bruder. Stört doch. Denk doch ein bisschen mit, ja. Aber 16 Jahre alt, Bruder, ist. Ich weiß, die 16. So. Okay. Okay, legt der perfekt in die Seitentasche rein.
das ist ja das, was ich sage. Dieses Alter triggert mich halt. Er ist noch so jung und so stabil. Okay. Noch, weißt du? Und ich sag dir, Anderlecht hat eine gute Jugend. Aber Bruder, wir reden hier von Anderlecht. Ey, wir reden hier von Anderlecht. Das kann ich mir sagen. Ja. Nein, Bruder, nein. Nein, die Technik ist... Du checkst, was ich meine? Und das sag ich ja die ganze der Zeit. Schuss war auch... Selbst wenn du mit links nicht schießen kannst, es sieht anders aus. Und das will er euch damit gerade sagen. Das will er euch damit gerade sagen. Guter Vorwurf, Bruder. Ja, yes. Boah. Das ist schon... Was Problem? Danke, mein Bruder, Herz für 6. Slump Italo, Kuss. Problem ist... Ich kenne solche Leute, die so schießen, oder die sind alle in Kreisklasse, maximal Bezirksliga. Die schießen einfach drauf, die haben so eine komische Schusstechnik. Aber ich kenne keinen Profi, der so schießt, der so eine Technik hat. U18 Anderlecht ist das nicht, ne? Nein, niemals. Nee. Oder jetzt Nick. Du darfst gerne, ja? Wenn du ready bist. Keeper, auch raus. Keeper gefällt mir richtig gut, by the way. 1-1. Auch raus. Leider. Der Keeper ist gut. Oh, sie selber getreten. Richtig gut, by the way. 1-1. Der Keeper ist gut. Oh, er hat sie selber getreten. Hört ihr, was er... Hört ihr, was Dennis sagt? Er hat sich aber selber getreten müssen, ja. Digga, das ist so krass, ich schwöre. Ey, das Keeper ist gut. Ich sage euch, das hat so weh getan. Ich schwöre, das tut so weh, wenn es passiert. Oh. Das hat weh getan, safe, Digga. Er hat sich selber getreten. Die waren eklig, Bruder, hast du gesehen? Er hat sich selber getreten, glaube ich. Seine Waden waren im Weg. Super, das macht er gut, aber diese Übersteiger waren so eklig. Das waren vier Stück von denen, ne? Die sagen so. Er ist Linksfuß, ne? Ja. Boah, ich weiß boah. Mit rechts stark. Super, rechts, top. Links, super. Aber diese Übersteiger. Zwei Kontakte, ne? Bis jetzt jeder falsch gemacht. Hätte diese Übersteiger weggelassen. Ich schwöre. Oh. Super Touch. Super. Oh. Super Abschluss. Super. Alter Schwede, wie bei dem anderen. Ich schwöre, wie bei dem anderen. Alter, Abschlüsse, Schuss, wie er schießt, top. Aber diese Übersteiger waren haram, ja. Ich schwöre es euch, was sagen die Nonsubs? Boah, diese Übersteiger waren, Digga, die müssen verhaftet werden, ich sag ehrlich. Bruder, ich sage, diese Übersteiger müssen verhaftet werden. Die dürfen nicht mehr frei rumlaufen. Digga, ich schwöre. Aber Schüsse, ich sag ehrlich, brutal. Digga, ich muss Digga mal hart. Aber ich sag doch, die müssen verboten werden. Die müssen angekettet werden. Boah, das war hart. Aber sind die Schüsse brutal? Okay, ich geh wieder rein, ja. Ah, Digga. Okay. Ja, aber seine Schüsse waren super. Reg dich nicht auf, kannst nichts machen. Klasse. Ehrlich. Richtig, richtig gut. Aber wenn diese Übersteiger nicht auf Kniehöhe wären, die Übersteiger, die waren, bei mir wären die auf Hüfthöhe gewesen. Übersteiger aus der Hölle, Mann. Weil bis jetzt ist halt, ich weiß nicht, wen ich rausholen soll. Jetzt Brighton and Hove Albion. Warst du euer Trainingscenter nicht mit Dings, mit der ersten zusammen? Jugend und Dings? War das nicht so? Oh, gut dabei. Jugend und erste so ein bisschen zusammen? Ja, aber U18 war auf andere Seite. Ah, okay. Bruder, wenn du so einen Durchgang machst, anfängst, solider Elfmeter, Tor. Du dribbelst an, guckst den Torhüter aus, in die Ecke, Tor. Da wird dich niemand rauswählen. Ganz simpel. Vielleicht kannst du ein bisschen ausfragen, das müsst ihr alles wissen, ne? Ich weiß ja nicht, ob er weiterkommt. Was das Problem ist? Er sieht null aus, wenn du jetzt nur die Tore bewertest, ne? Ja. Kannst du niemanden rausschmeißen, so? Aber Bruder, ich finde, es zählt mehr als nur Tore, Digga. Du siehst ja Menschen an, Digga, ob ist oder ist nicht, so checkst du. Voll. Boah, auch guter Schuss mit links. Das war gut für seinen schwachen Fuß. Er ist doch beidfüßig, er hat keinen Schwach. Achso, ja, stimmt. Guck mal bitte jetzt, wie er sich bewegt.
Guck mal, nur seine Bewegung. Guck mal, wie er steht auch. Mit seine Schultern gehen jetzt nach unten. Er ist nicht schlecht. Also ich finde die richtig gut sogar. Ja, jetzt die Frage, wen will ich raus, Mann? Ja, der ist mein Kandidat gerade. Bei mir auch, Bruder. Ich ein bisschen eklig. Und der genau den Knick anvisiert. Ich raus, Mann. Der ist mein Kandidat. Alkoholiker, danke schön für 6. Vielen Dank, Brudi. Joshua, alaikum salam. Bei mir auch, Bruder. Bruder, bei diesem Ball, entweder du gehst einen Schritt hin, oder, Bruderherz, du nimmst ihn auf jeden Fall nicht, scheiße, du nimmst ihn auf jeden Fall nicht mit der Innenseite an. Weil wenn der auf diese Höhe kommt, wenn du den mit der Innenseite annimmst, Bruder, du hast Glück, dass der nicht noch weiter gesprungen ist. Ich schwör's dir. Weil sehr schwer. Wenn der auf die Höhe kommt, mit Innenseite so, der kommt sehr eklig. Aber sonst, stabiler Durchgang, schwöre. Robin, mein Bruder, danke schön für 30. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Oder halt mit der Sohle. Bravo, bravo. So nämlich Berkay. Bravo. Oder du machst mit der Sohle mäßig, dass er direkt unten ist. Eklig. Hat er genau den Knick anvisiert. Der wollte genau da reinlegen. Aber er sieht nicht aus wie 18, Bruder. Mit Tattoo so ein bisschen, weißt du? Oder findest du... Boah, Bruder, er sieht safe nicht aus wie 18. Doch. Nein. Bis jetzt, glaube ich, Mathe. Tobi, große Hoffnung jetzt in dich noch. Ich hätte auch Nick oder Jamie. Gerne. Ja. Alles, was er macht, sieht clean aus bei ihm, so, weißt du? Oder er ist clean, Digga, sag doch was. Der ist sehr, sehr, sehr sauber. Da kann man nichts sagen. Ich sag doch, wenn du andribbelst und nicht diese Übersteiger in der Luft machst, da sagt, kann keiner was sagen. Keine Filme, Bruder, genau. Die Seele gefriert eiskalt. Ganz entspannt. Ich würde mal einen kurzen Eck schießen, ich weiß nicht. Ja. Und dann wird dir auch nie irgendjemand sitzen, irgendwo in Berlin, ja, in seinem kleinen Raum und irgendwie lachen. Dann kommt sowas auch nicht vor. Irgendwie so ein Trottel. Wenn ich Fallshot mache, immer mit Wucht kurze Eck. So Innenseite. Nein, du kannst ja über Standbein mit Wucht machen, muss ja nicht Vollspann sein. Innenseite. Ja, ich schieße sowieso bei mir selten ja, Vollspann. Nee. Immer so auf Innenseite nicht. Mit Druck. Also Tyrese ist mein ganz klarer Favorit. Ist auch immer gut. Auch wenn er jetzt nicht viele Tore macht oder so, er sieht trotzdem... Das ist genau, was ich sage, Digga. Er macht nicht viele Tore vom Ding her, aber sieht trotzdem fast am saubersten aus, Digga. Auch perfektes Timing, ja. Halt den doch. Du müsst jetzt zwei rausschmeißen, ne? Zwei? Ach du Scheiße. Ja, zwei schmeißen wir raus. Oder ich glaube, ich gehe wegen der Runde davor, Digga. Soll ich anfangen? Ja, kannst. Aber ich muss ehrlich sagen, war schwer, ne? Waren alles gute Durchgänge. Ich habe mich für Nick und Borakart entschieden. Ich hoffe, ich sage deinen Namen richtig. Ja, ich habe mich für Nick und Bora entschieden. Einfach auch wegen davor, diese... Also Bruder, wenn du 18 bist, Mama mia. In 100 Jahren nicht. Ich hätte jetzt auch so auf 25, 26 geschätzt. Die Durchgänge davor, keine Ahnung, waren nicht so überzeugend für mich. Ja, mein Bruder, ich würde eiskalt beide mit Übersteiger raushauen. Deswegen würde ich die beiden rauswählen, ja. Auch wenn es eklig ist, weil ihr eigentlich alle gar nicht so schlecht wart. Wer war der Beste denn für dich? Ja, Kennern war gut. Gänsehaut, für mich ganz klar Tyrese. Kennern war top, Digga. Tore gemacht. Tyrese fand ich auch gut. Hat's auch gut gemacht. Und Tobi, für mich Tobias. Ich hoffe, ich darf Tobi sagen. Ist für mich einfach clean, sauber. Sieht einfach gut aus, egal ob du Tore machst oder nicht. Für mich sieht's deswegen gut aus. Aber ich würde in der Runde Kennern und Tyrese vorne mitnehmen, ja. Ich habe Nick und Jamil. War eine schwere Entscheidung bei Nick. Aber dafür waren alle irgendwie gleich gut. Außer Kennern und Tyrese. Aber ich habe mich im Endeffekt für Nick entschieden. Und Jamil. Ich habe tatsächlich Nick. Für mich ist Nick eine Runde weiter. Ich habe mich gegen Mathe entschieden, der es echt ganz gut gemacht hat. Aber Dennis hat es auch gerade gesagt, eigentlich haben es alle sehr gut gemacht und es entscheiden an Kleinigkeiten. Und Nick hat, nachdem ich ihn noch mal ein bisschen getriezt habe, performt, meiner Meinung nach. Und Jamil hat es gut gemacht, wirklich auch ein Traumtor gemacht. Aber alle waren so auf einem ähnlichen Niveau. Und irgendwann hat Demi auch vorhin gesagt, geht es auch um Glaubwürdigkeit. Wo können wir uns das gut vorstellen? Und da, ja, warum soll Nick nicht bei Luzern spielen? Kann schon sein. Hat es gut gemacht, mal gucken. Aber am Ende entscheidet Bowie ja immer noch mit. Damn, dieser Wind. Ich habe mich für Matai und Bora entschieden.
Ich habe in meinen Notizen einfach vermerkt, dass Matai nicht stark genug war. Ich danke dir. Nicht stark genug war, um ihn weiterzulassen, meiner Meinung nach. Und bei Bora ähnlich. War eine schwere Entscheidung für mich, ihn zu wählen, weil es noch einen anderen gab, der genauso wenig performt hat. Aber am Ende des Tages alle muss ich einen wählen und dann ist es leider Bora geworden. Die gewählt wurden, ist okay. Ey, wir haben, glaube ich, ein Dreierstechen jetzt, ne? Ja. Warte, ich guck mal gerade. Wir haben Matej zweimal, ne? Ja. Wir haben Jamil zweimal. Zweimal. Und wir haben Nick zweimal. Nick und Bora? Auch zweimal. Viermal. Vier Stechen. Wir haben. Ey, aber erstmal geil. Wir sind uns auf jeden Fall. Das gab's noch nie. Das ist, glaube ich, Premiere. Vier Leute gehen in ein Stechen rein. Aber dass wir uns einig sind, erstmal, dass Kendan, Tyrese und Tobias weiter sind, ist mal eine schöne Sache. Dann sind die dreimal weiter und alle Kandidaten sehen wir jetzt gleich nochmal im Stechen. Plus eins. Vorab, hast du schon gesagt, wen du am besten fandst? Ich fand in dieser Runde Kennern, glaube ich. Wir freuen uns auf mehr. Okay, dann danke ihr drei. Ihr seid. Ich verstehe halt nicht, Bruder. Es geht doch nicht nur um Tore machen. Es geht doch darum, Bewegungsablauf, Aura, Schusshaltung, Bewegung. Das sind so Aspekte, worauf ich achte. Mal eine Runde weiter und die anderen vier, die sehen wir gleich nochmal im Stechen, ja? Ja. Bora gegen Nick. Jetzt bin ich gespannt. Das meinte ich, Bruder. Das meinte ich. Wenn der Ball auf diese Höhe kommt. Bora. Der kommt so genau, das ist schwer mit Innenseite. Gegen Nick, jetzt bin ich gespannt. Oh, komm gut mit Tempo raus, Nick. Und du siehst die Bewegung, Bruder. Chat. Leider nein. Das, was ich meine. 1-1 oder 2-2? Ich habe genau so gesagt. Ich habe genau das gecallt, Bruder. Mach zwei Duelle. Nick nochmal. Nick ist besser, Bruder. Nick ist richtig gut. Wie er mit Tempo rauskam, gute Verteidigungshaltung und der ist Position. Der Ball war auch gut. Der ist sogar Stürmer. Nick? Ja. Der hat für einen Stürmer doch nicht schlecht verteidigt. Schwachen Fuß vergleichsweise angeboten. Entspann dich doch mal. Du hast nach erster Runde schon gesagt. Ich sag nur, guck mal, wie er mit Tempo rauskommt und so. Wie er das verteidigt. Der Bora ist ein Terrier, ne? Ja. Ich nehme gleich auf. Scheiß Ball. Oh. Stark gehalten. Aber das macht halt gut, der Bora, ne? Das hat er gut gemacht, ne? Okay. Hey, gut Tempo, Alter. Sehr gut. Einmal noch. Guter Ball. Der liebt einen Doberschirm. Mir gefällt der Nick auf jeden Fall besser so vor mir. Mir auch. Boah, gute Bewegung. Boah, super verteidigt. Monstergrätsche. Boah. Ich liebe so eine Tacklings. Und es war nicht schlecht gemacht vom Stürmer. Der Nick auf jeden Fall besser so vor mir. Mir auch. Boah, Bruder, Alter. Was für eine Grätsche. Alter Schwede. Okay. Oh, gutes Tackling. Gut, richtig gutes Tackling, ich schwöre. Einfach mal kurz Sergio Ramos rausgekommen. Alter Schwede. Ja, ich schwöre, Mutter. Wir brauchen eigentlich noch einen. Bitte gib uns noch einen. Das ist echt nicht schwer bei euch. Das ist ein 50-50-Ding gerade. Aber wer offensiv, wer defensiv? Ein? Ja, jeder noch einen, ja, jeder kriegt noch einen. Dann fair's. Bitte geh auf links. Ach nee. Ich will. Ja, Mann. Geh rechts vorbei. Geh rechts vorbei. Geh rechts vorbei. Ja. Eigentlich hat er ihn schon, Bruder. Eigentlich, er ist okay. Er ist hektisch, aber er ist okay. Also gab es schon viel schlechtere. Er versucht. Gekippt auf die andere Seite. Bora, bitte geh links vorbei. Geh links vorbei. Einfach nur. Das ist so eklig bei den beiden. Sehr, sehr schwierig. Was machst du jetzt schon? Bora ist so ein Terrier, du hast schon recht. Bro, lass uns erstmal die anderen angucken, dann können wir nochmal gucken. Vielleicht muss einer gegen den anderen spielen. Jamil und Matej. Aber du hast recht, Bora ist so einer, der mit Kopf so. Wand ist da, der geht, versucht trotzdem mal durchzugehen. So einer. Ja, ich habe vorher gesagt, geh links. Also von der Idee her. Aber er hat gut zugestellt. Im letzten hat er nicht so gut verteidigt, der Bora. Aber der hat sich den zweiten vorgelegt. Der hat sich den zweiten vorgelegt. Der ist fast hingefallen. Bruder, ich sag doch, der hat eigentlich gute Bälle davor gespielt, Digga. Geht rechts vorbei. Er geht nur rechts vorbei, der hat keinen. So, Bruder, spielt er mit links den Ball. Der ist raus. Ein mit links, ein mit rechts gespielt, ne?
Legt er gut rein. Du kannst flanken. Tyrese, immer noch Tyrese. Oh, da. Ja, meckert, was? Ui. Ah, das passiert. Er hat krasse Beine, ne? Warte. Haben wir gerade gesehen? Ich sag, wenn er jetzt Tor macht, ist er für mich weiter. Weil seine Diago-Bälle waren besser als die von Johnny. Nein, Bruder. Ah. Oh, Kilo geschickt. Macht er überragend, Bruder. Ganz ehrlich, für mich alle vier raus. Für mich alle vier raus. Alles okay, klar, das war relativ ein. Was machen wir mit den anderen beiden jetzt? Ja, Gott weiß. Wir wissen nicht, wen wir bei euch weiterwählen. Bei euch ist. Jede Aktion ist 50-50. Die gleichen, du wieder gegen Nick. Hast du gegrätscht, ne? Beim Hinfallen? Normal. Ich spiele Fußball, kein Ballett. Fußball, kein Ballett. Bester Mann, Land. Straßenfußball, das ist normal. Passiert im Fußball. Der guckt so ein paar Mal. Rede! Ich will diese Kamera hauen, Digga. Bora, Emre Dogan, bist du ready? Nein. Geh mit Tempo rauf. Gut, Nick. Oh. Gut geschossen noch. Von der Position, den so, das ist fast die einzige Möglichkeit über einen Torhüter. Ich habe mir kurz selber nicht glauben, dass er reingeht. Bruder, ich schwöre auf alles, was ich habe, ne? Ich sage, er ist kein Profi, wenn man es einfach sieht, aber er macht es gut, Bruder, ehrlich. Aber wo, dass er aus dem Winkel den wir reinnagelt? Ey, ich sag doch, er liegt mit Oberschenkel an. Ich sag euch ehrlich, der Nick offensiv macht's nicht verkehrt. Ja, Johnny. Ist okay. Bewegung ist eigentlich voll wirklich in Ordnung. Ja. Wieder gleiches Knie. Ja, Bruder, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, so Verbandsliga, Oberliga. Nein. Aber der andere hat halt getroffen. Was willst du? Aber sind auf jeden Fall beide keine Profis halt, ne? Bei den beiden, ich hab meine Entscheidung, ich sag ehrlich. Ich sag, ich weiß warum, Digga. Das ist Kampfschwein. Ja. Nimm ihn weiter, Bruder. Komm. Nimm ihn weiter für das Spiel. Hammer. Bruder. Ah, Digga, ich hab doch Schmerzen beim Kumpel. Und jetzt einfach sagen, wer von uns weiter ist. Dass wer raus ist. Digga! Für mich, boah, Digga! Achso, Tamam, mach du. Die einfachste Entscheidung, Digga. Für mich ist Jamil ganz klar raus. Und dann zwischen Nick und Bora konnte ich mich nicht entscheiden. Und bin dann einfach darauf reingegangen, dass Bora. Ja, Bruder, dieses Salami-Wunde. Das hier ist ekelhaft. Oh, Chat. Das hier. Diese ganze Salami von Kunstrasen. Oh, wenn das hier alles so ist. Oder wenn da Wasser raufkommt, oh mein Gott. Boah. Wo er das Ding gemacht hat und Nick. Aber irgendwie auch ein geiles Gefühl, war Crowley? Irgendwie auch ein geiles Gefühl. So auf dem Platz diese Grätsche da anzusetzen, auch irgendwo geil. Aber wenn du nach Hause kommst oder unter der Dusche, alles brennt. Oh. Nicht am Ende und ist für mich, dafür ist für mich Nick dann auch raus. Demi. Ja, ich Bora für mich, du bist King einfach. Ich bin allein schon für deinen Kampfschwein nehme ich dich hundertprozentig mit. Deswegen tut es mir leid für Nick. Und ich gehe auf Matej. Also dass er weiter ist. Sah gut aus, deswegen die beiden. Also Bora, Matej weiter, die anderen beiden leider raus. Tut mir leid, ja. Ja, sind wir uns einig. Matej war stärker und bei Bora war es am Ende die Kampfschwein-Attitude und das Tor, was entschieden hat, dass er weiter ist. Die Desinfektion. Und die Desinfektion. Ich weiß nicht, was für ein Problem die mit dir haben. Sauer, ohne Spaß jetzt, ich hätte dich weitergelassen. Also aber kannst du nicht den Buzzer drücken jetzt? Dann sind doch alle weiter, Bruder. In der nächsten Runde. Ist das ein guter Call. Was für alle jetzt weiter, Bruder, hä? Das ist jetzt verquatscht. Ich schwör's dir, für mich. Da bist du weiter, Bruder. Ja, ich habe sogar noch für dich ein Wort eingelegt, Digga. Also Jamil für mich raus, aber ich muss Nick nochmal weitersehen. Achso, nur Nick ist jetzt weiter. Ich fand dich echt besser. Ich fand eine gute Bewegung, muss ich sagen. Ich fand von Bewegung, also nichts gegen dich, Bora. Ich mag das. Ich finde dich das geil, 50, wie du so fightest, wie du kämpfst, wie du blutest und danach
noch. Du bist einer, wenn es nicht weitergeht, du machst trotzdem noch. Ja, bei uns ist das normal, wir sind so aufgewachsen. Wo bist du denn aufgewachsen? Ja, bei uns. Ich komme aus Viersen. Bei uns ist das normal. Wenn man auf die Schnauze fällt, steht man wieder auf. Ist gut. Und das rate ich auch jedem. Aus welchem Land kommst du, wenn ich fragen darf? Ich bin Kurde. Er hat gewonnen, du hast gewonnen, Bruder. Er kennt dieses Blut, ich kenne auch keine Schmerzen. Stark. Nee, ich finde dich gut, ehrlich jetzt, aber ich fand Nick vom Bewegungshandel auch besser, hat sich aber eh erübrigt. Dennis, wir sind wie Familie. Deswegen habe ich dich weitergewählt. wenn ihr raus wird, ich drück Buzzer bei ihm. Nee, ich sag jetzt schon. Du kannst nicht mehr, Bruder. Mora, du bist der Typ, ne, der diese TikTok-Clips macht von Dennis, ne? Diese mit Musik dabei. Diese TikTok kann nicht. Das lasse ich meine Soldaten machen. Diese TikTok kann nicht. Das lasse ich meine Soldaten. Hey, danke schön, Männer. Aber Jamil, trotzdem, ja, danke fürs Mitmachen. Hammer, ja. Also anscheinend... Ich kann nicht mehr, Alter. Der Jury muss man halt nachvollziehen. Die haben mich rausgewählt. Aber halt, ich fand, ich habe gut performt. Ich habe meine Aufgabe gemacht. Und wenn das deren Meinung ist, dann nützt auch nichts jetzt noch groß herum zu reden. Einfach akzeptieren. Jamil, stabilen Körper, aber trotzdem reicht manchmal Körper nicht. Ne? Dennis Undaf ist auch genial, ja. Dieser Typ, Digga. Also wie gesagt, wenn du dich gut vorbereitest, dich gesund ernährst, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ist der erste Stein gelegt. Aber im Endeffekt zählt auch natürlich die fußballerische Qualität. So und wenn die nicht gegeben ist, kannst du machen, was du willst. Aber Ernährung für Fußballer extrem wichtig. Das wollte ich gerade sagen. Für uns ist ja auch sehr wichtig, dass du dich vorm Spiel oder in der Woche gut ernährst, dass du halt am Wochenende gut performen kannst. Ne? Gutes Stichwort Ernährung. Da kommen wir natürlich jetzt direkt zum Partner des heutigen Videos. Ja, so ist ja heute unser Partner auch einfach ein proteinreiches Rezept. Wenn ich jetzt gerade Mittagszeit ist, will ich Mittag essen und kann hier ganz entspannt die Produkte einscannen, die ich essen möchte. Ich gehe jetzt zum Beispiel hier auf mein Schokomüsli, weil ich gerne mittags so Schokomüsli esse. Gehe auf dieses Scan-Symbol. Scan, das ging relativ schnell. Ihr seht es schon, 100 Gramm sind drei zu mir genommen. Also, Javio. Bewusst ernährt und ein bisschen Sport getrieben. Und tschüss. Krasse Körper, Digga. Das war dann halt die Phase, wo ich wirklich voll Rabatt. Das heißt, ihr zahlt nur 2,49 Euro. Also, Javio. 40 im Monat. Also, Freunde, ladet euch die Javio. Passen. Oh. Gerne. Stark gehalten, Digga, aber, ne? Mhm. Keeper. Aber auch nicht schlecht, der Schuss, ne? Weltklasse. Keeper ist Profi. Stark. By the way. Boah. Die sollen alle vor der roten Linie schießen. Bitte Abschüsse vor der roten Linie, ja? Einmal soll ich jetzt Seiten wechseln? Wie du willst, ist deine Entscheidung. Wenn du dich wohlfühlst. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll irgendwie. Er hat schon guten Bums mit links auch, ne? Sie müssen aber nicht mit links schießen, ne? Können auch alle mit rechts machen, oder? Mach zwei mit rechts, zwei mit links, ist glaube ich fair. Mach zwei rechts, zwei links, ne? Boah, sein Linker ist sehr krass, ja? Top, oder? Ich hab den völlig unterschätzt. Oh, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll irgendwie. Nein, Digga, ich meinte, er ist gut, Digga. Er macht halt nur dieses auf ihn juckt nicht. Checkst du, wie ich meine? Oder Kenan sieht auch aus wie ein Kurde. Super. Digga, aber seine Abschlüsse sind so gut. Der haut die wirklich nacheinander rein. Also, man kann ihm nichts vormachen. Ein Torriecher hat der Mann. Super. Ja, Top-Abschlüsse. Ne? Ich schwöre, der hat richtig gute Abschlüsse. Jona, danke schön für den Prime. Vielen, vielen Dank, Brudi. Wirklich? Bei ihm liegt der Ball. Aber die drei machen das gut, muss ich sagen. Der Torwart gefällt mir auch, Bruder. Ich schwöre. Ja, ne? Mhm. Habt ihr kurz bei Dings der Ball vom Matt in Touch gesehen? Wie schön der geklickt? Na, Tai. Guter Touch. Ist auch okay. Gut mit links, ne? Bruder, der ist echt gut, Alter. Ich habe ihn echt unterschätzt. Aber Dennis macht auch uns tot, Bruder. Ihm ist egal. Also nicht, dass ihr denkt, er macht die tot. Er macht auch Leute tot, die letztes Jahr Vizemeister wurden.
Ich habe gehört, du hast im Spiel die ganze Zeit nur positiv geredet, auf Demi gut zugeredet und so. Das ist das, was wir lesen. Gegen Gladbach war das so. Und sonst redet er jeden Tag. Seitdem läuft gut bei mir. Also besser. Echt? Ja, Bruder. Du hast 4 Tore jetzt. Ja, beide 4 Bundesliga-Tore, ne? Und Davovic, Bruder. Ihr macht jetzt wieder 30 Tore oder 4. Ich sag dir, Demi hat ein Problem gehabt. Mann, ich glaube, Therese ist es. So mäßig verstellt. Stark, ja. Oder Schuss verstellt. Davovic, Bruder. Ihr macht jetzt wieder 30. Ich glaube, Therese ist es. Nicht, Tore oder 4. Ich sag dir, Demi hat ein Problem gehabt. Dass er hat sich so. Maybe 2 heute? Mäßig verstellt. Top-Durchgang. Einwandfrei. Stark, ja. Einwandfrei. Weil er aus Augsburg kommt. Er denkt, er kommt jetzt in eine Mannschaft so. Er muss gucken, wo seine Rolle ist. Obwohl er eigentlich so bleiben muss, wie er ist, weißt du? Das haben wir ihm dann gesagt. Und seitdem läuft bei ihm. Wie emotional schön hast du das gesagt. Bleib so, wie du bist. Bro, er ist ein Löwe. Oh, super. Der ist krass, Mann. Ich habe gesagt, du kannst zwar nicht meinen Status erreichen in Stuttgart, aber. Ich habe das Gefühl, es ist schon wieder zu leicht irgendwie. Die Fans mögen dich, also mach einfach weiter. Das ist Therese, ne? Ja. Spiel, Digga, mit Kommandos und so, Bruder. Chill super nicht, ne? Vorlegen. Ja, sein linker ist nicht schlimm, ich schwöre. Der ist anders clean. Die auch ein paar alle gut, Bruder. Die beiden nur noch, ne? Wie viele Spiele? 19 Lautern macht halt. Ist halt so jetzt realistisch. Raus, glaub ich, ne? Nee, 3 glaube ich sogar jetzt. Ah ja, 3. Ein ja. 3. Einer ja. Muss ja noch mehr fliegen. Ja, aber alles wegen Maldi. Ja, auch, Digga. Aber auch, weil wir gut gespielt haben. Digga, aber die haben alle wirklich stabiles Passspiel auch, ne? Aber auch clean, die Jungs. Eine ne? Gute Haltung, der Typ. Was hat der mit den Waden, ne? Boah, schöner Pass. Dabei, ja, hast du das gesehen? Super. Keeper ist Weltklasse heute. Ich mag, muss man auch mal by the way erwähnen. War ich schon mal dabei als Torwart? Nein. Super ist Torwart. Österreich? Wie heißt er? Auch Hugo. Was ist los, Hugo? Boah, Amal, guter Touch. Boah. Der war schwer. Gut gemacht. Ey, gute Pässe, ich schwöre. Ist auch gut, der ist wirklich. Heute, ja. Nick ist sehr, sehr gut. Wir müssen 3 raus. Heute 3? 3, Bruder. Was ist jetzt für mich sogar schwer? Ich sag ehrlich, die machen es alle echt gut. Bruder, super, Digga. Bälle und so, top. Abschluss, top. Boah, Digga, mit seinem Schwachen. Also, nicht schlecht, ey. Bruder, können wir nicht rauswählen, Bruder. Nick, genau deshalb habe ich gedrückt. Er ist ja kein Profi, aber er macht die Dinger halt super rein, ne? Genau deshalb. Okay, Bora, jetzt bin ich gespannt. Auch clean. Der hat was, ne, Bora? Der hat schon was. Boah, das ist schwer, wie willst du da 3 rauswählen? Ja, man, 3 Stück rauswählen, nicht viel. Wenn du 3 rauswählst. Ich sag ehrlich, du musst jetzt danach gehen. Nicht nach Tore, sondern nach Bewegungsablauf. Sonst kannst du ja eigentlich niemanden rauswählen, weil die machen es alle echt richtig stabil. Also wirklich gute Pässe, gute Abschlüsse, ist wirklich schwer, da irgendwas zu sagen. Also auch für mich, ich könnte jetzt schwer 3 rauswählen. Ich drück dann auf den Buzzer und einer kommt weiter. Du kannst mit Buzzers vorbei, Bruder. Buzzers vorbei, nur einmal. Einmal pro Folge. Warum hast du das? Sauber, Digga. Schwöre, Nick, top. Hast du doch gesehen, hat sich doch gelohnt, Nick. Der hat doch krass performt. Alter, wen will ich rauslassen? Ich muss Tobi rauswählen. Nein, Bruder, Tobi, lass mal, Bruder. Der Arme, er hat 1 Stunde lang gesessen. Warte doch erstmal ab, Bruder. Bruder, Bora gefällt mir. Dieses mit. Mit Desinfektionsmittel hat dir gefallen, ne? Also, sowas magst du. Bruder, ich muss sagen, der hat gute Abschlüsse, Bruder, rechts wie links. Der hat 10-mal bessere Abschlüsse als ich mit links. Rechts nicht, aber links. Können wir auch alle weiterlassen? Boah, der ist auch gut. Ich weiß, die beide Gruppen stark, aber. Bruder, der ist kein 18, der lügt uns an. Ja. Was denn doch? Bruder, ich schwöre, Nick gefällt mir gerade mit am besten, ne? Ja, ne? Tobi ist raus. Tobi muss oh, raus. Thermo ist raus? Ja. Wir haben ihn gepusht bis zum Gegner. Du musst ja 3 raus. Tobi war für mich schon Finalgegner, Bruder. Wenn du 2 rausnimmst, hättest du trotzdem Tobi rausnehmen. Ja, der ist jetzt gerade vom Passspiel am. Ah. Tobi ist raus. Thermo ist raus. Komm, Tobi, einmal noch Spannung. Aber irgendwie will ich diesen Mate auch rauswählen. Nein, Bruder. Weil er zu viel chillt. Ja, aber der war doch gut, Bruder. Der Abschluss. Ja, aber du musst ja 3 rauswählen. Bruder, die waren alle gut. Ich höre, die waren alle. Tobi war der Schlitzel. Ja, heute ist gut. Heute ist gut, muss ich sagen, ja. So, Freunde, müssen jetzt 3 rauswählen. Wurde gerade schon gesagt, heute wirklich, also vorweg, jetzt sind alle sehr, sehr gut. Wirklich, ihr habt es alle richtig gut gemacht, aber wir müssen uns gegen 3 entscheiden. Ist gar nicht so einfach jetzt. Ich kenne 28 Jahre Schottland, oder ist auch, weißt du, aber. Thermo raus.
Digga, ich sag ehrlich, Schottland kann man nicht rausnehmen. Er hat gut, also, wonach gehen wir jetzt? Gehen wir jetzt danach, wer die beste Runde gemacht hat? Oder nach wirklich so hier? Es ist nicht leicht, ne? Die haben es alle echt gut gemacht. Also Tobi safe raus, würde ich sagen. Ach, keine Ahnung. Hauptsache Therese bleibt drin. Der war top, Digga. Was ist das Eklige, Bruder? Ah, ich hab auch noch nicht drei. Dann guck nicht, du hast schon, ne? Du änderst nicht. Ich ändere nicht. Also auf jeden Fall besser, bessere Qualität als die letzten Folgen, safe. Ja. Matej würde ich auch rausnehmen und Thermo würde ich rausnehmen. Die beiden safe. Na, wen nehme ich jetzt, Alter? Mein Bruder darf ich nicht rauswählen. Drei ist toll, ne? Drei ist hart. Ja, Matej hat bei mir Pluspunkte, Digga. Super, super schwer, aber ich musste mich gegen drei entscheiden. Und das waren Tobi, Bora und Matej. Nick fand ich richtig, richtig gut. Kenan richtig stark. Eigentlich alle stark, aber ihr drei, Tyrese, Kenan und Matej sind nochmal für mich so rausgestochen, wo ich sage, ey, die waren nochmal vielleicht ein Schippe besser. Für mich persönlich. Matej sehr, sehr nah dran. Du warst Weltklasse gerade, ehrlich. Aber Nick hat dann nochmal, keine Ahnung, deine Passschärfe, wie clean du gespielt hast, richtig, richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Ich habe Tobi, Matej und Nick. Obwohl, Nick, du mir gerade sehr, sehr gefallen hast. Von der Runde davor habe ich dich leider noch im Kopf. Matej hat mir zu sehr gechillt. So von der Art. Und nach Motorik würde ich ganz anders wählen. Die anderen waren einfach alle stark. Ihr wart alle stark. Also ich habe... Ich schwöre, die waren wirklich alle stark gewesen, ne? Tobi auch nur rausgeworfen, weil er... Keine Ahnung, weil er einen schlechten Schuss hatte, muss ich leider sagen. Aber ja, das war eine Entscheidung. Ich habe Tobi, Bora und Nick. Wobei ich sagen muss, Nick, du warst stark. Bora, du hast auch richtig gut gemacht, Bruder. Deswegen wirklich schwere Entscheidung. Und bei Matej, Bruder, zeig mal jetzt ehrlich was. Weil mach nicht so auf locker und so. Weil, Bruder, ich finde, du kannst was, du hast was drauf. Mach nicht so auf locker, zeig, dass du richtig gut bist. Deswegen gehe ich auf Tobi, Bora und Nick, ja. Paui. Ist doch gut, keine Werbung. Ich gehe auf Matej, Nick und Tobi. Und es ist mir extrem schwer gefallen, auch Nick jetzt zum Beispiel da drauf zu schreiben. Aber es war am Ende, haben mich die anderen ein bisschen mehr überzeugt. Tobi war eigentlich einer meiner Favoriten, der aber jetzt diese Runde einfach nicht abgeliefert hat. Und Matej, ja, so wie Demi gesagt hat, da ist einfach zu wenig Attitude dabei. Tobi, Matej und Nick sind leider raus, aber trotzdem alle drei, ja, danke fürs Mitmachen. Ja, ist akzeptabel, bisschen zu viel gechillt. Von meiner Seite aus, aber ja, kann man nichts machen. Ja, ist absolut richtig. Die Schüsse waren sehr schlecht und zu Recht raus. Ja, kann ich eigentlich nicht so nachvollziehen jetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir nach der Runde gehen, war er stark. Wirklich haram für ihn. Der letzte Durchgang war eigentlich sehr gut von mir, aber ja, muss man akzeptieren. So, Freunde, nächste Challenge ist eine Flankenabschuss-Challenge. Das sehen wir im Halbfinale und da darf Bora gleich anfangen. Viel Spaß dabei. Naja, safe. Bora, ready? Okay, das ist was von ready. Du musst rein, mitgehen, mitgehen aber. Kurz. Schön genommen. Ey, Bruder, warum erkennt man es so, ja? Warum hat man so ein Gespür und so ein Gefühl dafür, dass man, also boah, ich bin mir zu, eigentlich, ich würde mich wirklich krass wundern, wenn Tyrese es nicht ist, also ich bin mir so sicher, ja, Bruder, aber, ja, die Mitnahme war schlecht, er hat den Ball scheiße geführt, ich weiß, aber der Bewegungsablauf und so Lautern U19, Außenverteidiger, seine Statur passt, Das ist einfach so, ich weiß nicht, ja, man merkt es einfach. Ich bin mir so sicher, dass er es ist. Also wirklich extremst. Hey. Oh, nicht hier, Mann. Magst du sowas nicht? Nein. Das ist schon alles. Spielt gute Bälle. Jetzt, sein Laufweg ist aber... Nein! Nein! Ist nur Ball! Ist doch nur Ball. Wir erzählen gleich die Geschichte, ne? Das ist das Beste, Bruder, wenn die Geschichte erzählt, Digga. Ja. Und Ticken zu steil. Aber der Ball ist top.
Trotzdem guter Ball, ich schwöre. Mann, der erste ist safe. Er will trotzdem, er gibt Kommando. Ja, hier kriegst du, hier, dann zeig auch was. Nein, Bruder, glaub mir, Bora ist es nicht. Also ich beim besten Willen nicht. Hast du den Kopfball gesehen? Augen zu, so wie ich, wenn ich köpfe. Bei unserer Challenge, Augen zu, so. Kein Timing. Du hast lang genug deine Hand auf die Fien drauf halten. Ja, Mann, Bruder. Bruder, Tyrese ist es, Bruder. Guten Morgen, Bruder, das sag ich jetzt ganz früh. Tschüss, der ist trotzdem gesprungen. Er ist einfach Amura, ne? Schönes Kommando, ich mag. Ich bin die richtig sympathisch. Löwe. Mach wie du willst. Das ist schön gemacht. Alle gut. Nur musst du den ja auch eigentlich spielen, dass er den direkt nimmt. Oh. Du musst reden, Bruder. Okay, jetzt bin ich gespannt. Dein kleiner Bruder. Hey, gut, ich schwöre. Bruder, Tyrese, es ist zu 100%. 100%. Guter Ball, Bruder, aber. Also, Kenan hat diesen Stürmerlaufweg schön von hinten. An ich schwöre. Warum ist das so krank, Digga, ja? Ich schwöre, mein Gedanke ist sogar gerade, wie er zum Ball steht und wie er den mitnimmt. So mäßig dieses kurze Stoppen, einfach Rechtsverteidiger. Einfach Rechtsverteidiger. Ich bin mir so sicher. Guter Ball, Bruder, aber. Also Kenan hat. Justinio, danke schön für deinen Sub, mein Bruder. Vielen, vielen Dank. Hat diesen Stürmerlaufweg schön von hinten, dann schön dynamisch diese ersten zwei Schritte. Ich habe es jetzt nur einen Blick, Bruder, der es sein könnte. Und es ist Tyrese. Guter Ball. Ich muss sagen, guter Ball, Bruder. Gut getimt. Guter Ball. Guter Ball. Oh. Tyrese, super, ja. Stark! Gut Torwart, wie hält er den? Er hat zentral geschossen. Ja, aber es ist ordentlich, Bruder. Ja, war schwer. Wer wohl? Ah, warte, jetzt knallt es nochmal gegen Auto. Boom. Und nochmal. Oh, schön gegen den goldenen Maybach nochmal Scheibe kaputt. Okay, komm, Bora. VIP-Leasing. Danke dir. Oh! Und wieder auf sein Dings da am Na, der Arme. Wieder auf sein Knie. Das Ding ist. Danke, Justin, wirklich, ehrlich. Er hat, wie ich immer, einen Kommentar. Oh, schön. Touch war gut, ne? Der Touch war hinbau rein. Flanke war nicht. Gut. Was meine ich ja manchmal macht. Digga, diese Bälle, das ist auch beim Wielersports-Training jedes Mal. Ich sage, ohne Gegnerdruck von außen ein Ball rein. Der muss eigentlich 10 von 10 Mal kommen, ne? Eigentlich, theoretisch. Der gute Sachen. Bruder, grätsch rein einfach. Auf radikal. So, Freunde, bevor wir jetzt eine Entscheidung treffen, hören wir uns kurz die Fußball-Werdegänge an. Angefangen habe ich bei BV 04 Düsseldorf. Ist ein kleiner Verein bei mir um die Ecke. Wurde dann von Fortuna Düsseldorf gescoutet mit 12 Jahren. Hab da gespielt. Nach einem Jahr nicht rausgeflogen, einfach nicht übernommen. Hab dann bei SG Unterrad gespielt. Das ist der zweitbeste Verein in Düsseldorf. Und von da bin ich zu Rot-Weiß Oberhausen in die A-Jugend-Bundesliga und habe da 2 Jahre gespielt. Von da bin ich zum MSV Duisburg gegangen, habe dort in der zweiten Mannschaft gespielt. Von da in die Regionalliga, habe aber nur ein halbes Jahr gespielt. Und zu dem Zeitpunkt hat der Trainer nicht auf mich gesetzt, andere Spieler haben gespielt. Ihr kennt das ja, ist manchmal so. Und ich habe mir gedacht, ich war zu dem Zeitpunkt besser wie manche Jungs, die gespielt haben. Und egal, was ich gemacht habe, ich habe nicht gespielt. Also habe ich meinen Vertrag aufgelöst, weil mir das alles zu viel war. Und bin dann nach England gegangen. Aber ich bin nach England gegangen, das hört sich natürlich jetzt komisch an. Wir hatten damals bei Duisburg einen Probespieler. Und der war bei Watford, der war bei uns Probe. Wir haben Kontakt gehalten. Und ich habe ihm nach einem Berater gefragt. Ja, aber nicht direkt einen Berater dir helfen und dich irgendwo reinbringen. Also bin ich dorthin, habe da 4 Monate gelebt. Mit ihm wir sehen uns und anderen Jungs da trainiert. Der hat eine Akademie für Spieler. So zum Beispiel von Fulham, KPR. Arsenal, solche Jungs, die keinen Vertrag mehr hatten. Die haben sich dann bei ihm trainiert, sich fit gehalten und bei ihm auch Spiele gemacht. Also gegen dann Seniorenmannschaften, 6. Liga, 7. Liga und da waren Scouts da. Hab dann ein paar Tore geschossen, wurde gescoutet und hab dann in der 3. Liga unterschrieben. Weiß ich nicht. In England? Ja, bei Bristol Rovers. Hab auch 3-4 Spiele gemacht.
Erst in der zweiten natürlich, da habe ich meine Buden gemacht. 10-12 Buden. Und also wir reden von dritte Liga England, ne? Dritte nicht Liga England, ja. Aber du warst doch bei der zweiten. Boah, aber Digga, dritte Liga England, das ist doch voll gut, oder? Dritte Liga England ist doch noch richtig gut. Metro NNN, dankeschön für deinen Sub. Kuss. Ja, ja, klar, da habe ich meine Buden gemacht. Aber das ist nicht dritte Liga, ne? Ja, ja, aber dann bin ich ja hochgezogen worden, ja, okay. Und habe meine Spiele gemacht, klar. Für mich ist das auch kein vollwertiger Drittligaspieler, wenn du 4-5 Spiele machst. Trotzdem habe ich meine Safe besser als dritte Liga Deutschland, Bruder, safe. Dritte Liga England, glaube ich, ist richtig gut, auch richtig mit volle Stadien, so richtig Fans und sowas alles. Spiele gemacht, bin dann zurück, habe gespielt, deswegen ist eine lange Geschichte. So mit der Mannschaft aufgestiegen? Nein. Dann gewechselt wieder? Bin gewechselt, ja. QPR. Wie heißt der Verein? Queen's Park Rangers. Oder die Verein hat halt drauf, oder? Das war schon gut. Die Story war schon nicht schlecht. Wie heißt der Verein, wo du jetzt gerade spielst? Kilmarnock. Du hast gerade gesagt St. Johnson. Hm? Du hast doch gesagt, ja, ich hab dich erwischt, Lam, du bist der Lügner. Nein, nein, nein. Er hat St. Johnson gesagt. Doch, doch. Ich bin durcheinander gekommen. Oh mein Gott, er wählt ein Team, Johnstone, und sagt dann Kilmarnock. Hart. Er hat einfach verwechselt. Zu viel durcheinander gekommen. Aber jetzt, wo ich den Namen gehört habe und du sagst St. Johnson, ich schwöre, ich habe davor auch St. Johnson gehört. Er hat St. Johnson gesagt. Ja, hundertprozentig. Ja. Ich bin Fuchs. Ja, hast du gut gemacht. Egal, aber trotzdem danke super. Euch, ja. Du bist einfach, er gibt schon freiwillig auf. Der hat doch verloren. Bruder, ja, ja, machen natürlich. Noch, aber wir hören uns trotzdem noch die restlichen beiden an. Bruder, was soll er machen jetzt, Digga? Wir haben uns doch alle richtig ertappt, Digga. Der Arme, der hat so eine geile Geschichte erzählt, ne? Jetzt kommt Brighton, Digga. Also, ich habe in der Jugend beim ASV Sichteln gespielt. Das ist bei uns in Viersen, neben Gladbach, ein Dorfverein. Bei uns im Bora. Kreis Viersen der Beste. Und dann wurde ich in der U17 gescoutet, also in der U16 von Sichteln. Und sollte nach Rot-Weiß-Oberhausen wechseln. Ich kann noch kurz. Ich glaube, es ist echt schwer. Diese Story zu erzählen, ist schwieriger als abzuliefern. Da nicht zu stottern und wenn du lügen musst, sehr schwer. Erklären wir. Eigentlich sollte ich zum ersten FC Mönchengladbach wechseln. War schon eigentlich alles fest. Dann hatten wir noch Quali-Spiele mit ASV Sichteln, also für die Niederrheinliga. Und ich hatte schon meine Abmeldung abgeschickt, aber meine Trainer wollten nochmal, dass ich gerne mitspiele. Habe ich die Abmeldung zurückgezogen. Und dann habe ich mitgespielt. Und genau in dem Spiel hat mich dann mein alter Trainer, Ken Aceda, hat er mich gescoutet. Er war gar nicht wegen mir da, aber hat mich gesehen und hat mich dann am Abend angerufen, hat einen Anruf bekommen. Ich wusste erstmal nicht, wer Rot-Weiß-Oberhausen ist. Also ich hatte gar keinen Schirm. Habe ich geguckt, nächsten Tag direkt hingefahren, alles gezeigt. Ja klar, direkt unterschrieben. Dann habe ich die U17 dort gespielt. Eine Saison, Niederrheinliga. Und von da halt, ich habe viel Familie in England, also eigentlich überall, ist ja bei uns normal. Und dann durch einen Mittelsmann bin ich halt zu Brighton gekommen und bin jetzt seit neuestem da. Wer ist der Trainer da? Erste Mannschaft? Erste? Fabi war das, ja, ja. Ihr weiter? Fabi. Ja, ich beschäftige mich nicht so viel. Aber wie Glocker Fabi sagt, Jani. Wie nennt man Brighton denn noch? Also Seattles? Ja, Seattles. Ich kann kurz dazu was sagen. Ich beschäftige mich nicht viel mit sowas, weil ich habe einen Berater. Und ich lege meinen kompletten Fokus aufs Fußballspielen. Und mit dem Rest will ich auch gar nichts zu tun haben. Ist mir auch eigentlich egal. Ich muss Leistung bringen und der Rest irrelevant. Dein Moment, wo du ihn jetzt auseinandernehmen kannst. Verstehe ich. Ist ja auch eigentlich richtig. Aber du weißt ja nicht mehr, wie der Spitzname oder wie man in Brighton den Namen sagt. Also, es gibt. Wir haben mit Brighton Karriere gemacht. Seagulls? Nee. Einen speziellen Namen, wie die Brighton-Fans sich nennen. Das hast du auch gerade falsch gesagt. Mit Seattles hast du gesagt, ne? Seagull. Das ist falsch. Den Trainer musst du eigentlich kennen, weil das in Deutsch. Seagulls, richtig, oder? Scheiße. Der jetzige. So, nämlich Seagulls. Hab ich gesagt, Fabi. Ja, und weiter? Ja, Nachname ist irrelevant. Digga. Seattles hast du gesagt, ne? Digga, man, Fight the Pro ist so geil. Das ist falsch. Den Trainer musst du eigentlich kennen, weil das ein Deutscher ist. Der jetzige. Hab ich gesagt, Fabi. Ja, und weiter? Ja, Nachname ist irrelevant. Ja, ist nicht irrelevant. Zu welchem Gladbacher Verein sollst du? Also, ich weiß den Namen auch nicht von dem Nachnamen. Der kam ja von Pauli, ne? Richtig? Aber wenn ich das spielen würde... Ach ja, Hützeler, stimmt. Dann muss man ihn wissen. Zu wechseln? Erster FC Mönchengladbach, nicht Borussia. Das kommt nach Borussia als zweite Stelle. Er hat schon... Geisteskrank, Johnny. Geisteskrank.
zu Borussia gesagt. Ja, ja, ich auch. Ich sag halt, Brighton ist sein Gebiet. Ja. Ja, aber der hat schon zwei Sachen gesagt, die, wo er verkackt hat. Aber er hat Fabi gesagt, das war noch wo man sagt, okay. Ja, wenn ein deutscher Trainer kommt, dann weißt du, wer da hinkommt. Ja, Bruder, du weißt immer den Namen. Also du weißt, 100% weißt du den Nachnamen. Als ich nach Brighton gewechselt bin, wusste ich auch, dass Pascal Groß... Du weißt doch, dass es Siegels heißen. Ja, ja. Hast du nicht Siegels gesagt? Ich habe Siegels gesagt. Wie heißt das Stadion? Für mich ist das irrelevant, weil ich... Nee, weiß ich nicht. Ich bin gerade in der U18 und der Rest ist für mich egal. Wo ist euer Trainingsgelände? Ich fahre mal mit dem Taxi. Ja, ja, aber wo ist das? Wenn du fährst ja von zu Hause. In Brighton. Was ist darum, um das Trainingsgelände? Mann, aber hört doch mal, warum fragen die aber auch so viel, ja? Warum fragen die auch so viel? Bruder, die nehmen ihn auseinander, Haram. Justin, danke schön für 100 Bits. Seid ihr alleine dort? Sind noch andere dort? Aber wir haben auf jeden Fall sehr viele Plätze, das kann ich sagen. Ich glaube, wie viel haben wir? Über 15 Plätze, glaube ich. Ja, und erklär mir mal, wie das Gelände ist, so einigermaßen ein bisschen nur. Mann, Digga. Hör mal, warte, Fremdscham irgendwie. Ihr seid, sind da noch welche, wie es? Ja. Weißt du nicht, ne? Würde ich ungern beantworten. Ungern. Ach, Digga. Einfach. Warum sagt man Brighton, wenn Dennis in der Jury ist? Einfach. Würde ich ungerne beantworten. Digga. Hammer. Beantworten. Warum nicht? Sag mir drei Gründe, warum du, oder sag mir einen Grund, warum du das nicht beantworten willst. Bewertet einfach meine Leistung. Alles gut, ja, alles gut, alles gut. Ich bin ein Spieler, der Leistung bringen will. Man geht halt weiter, dann kommt die Jugendabteilung. Und unsere Plätze waren immer hier. Plätze, ja. Ja, das, aber ist echt so. Also ich beschäftige mich echt. Also ist für mich egal. Ich bin in der U18. Ich versuche in der U18 komplette Leistung zu bringen. Blende alles aus. Ja, und was danach kommt? Was sagt er denn dem Taxifahrer, Bruder? Wie Taxifahrer? Er hat doch gesagt, er fährt mit Taxi zum Gelände. Ich wusste nur ein bisschen Englisch, aber ich sag einfach... Was sagst du denn, wenn du in den Taxi steigst? Brighton FC oder was? Ja, Drive Brighton. Zum Stadion halt. Okay. Ist ja verständlich. Danke dir. Da musst du doch selber lachen, Bruder. Bruder, wir haben... Ich höre Mate und Tobi hätten wir, oder Nick. Wer besser gewesen? Ich sag doch, Digga, einer von denen, Bruder. Ich hab's euch gesagt, ihr habt nicht auf mich gehört. Ah, Mero. Also ich habe angefangen bei Eintracht Oberursel, bei so einem kleinen Verein bei mir in der Nähe. Da habe ich dann gespielt bis zu U11, bin dann zu Rosenhöhe gewechselt, das ist ein Verein in Offenbach. Habe da dann ein Jahr gespielt, bin dann von der Rosenhöhe zu Königstein gewechselt für 2 Jahre. Und dann in der U15 bin ich zu Rot-Weiß Frankfurt gewechselt. Und dann hatten wir ein Spiel gegen Wien Wiesbaden und ich wurde gescoutet von Mainz 05. Bin dann... Ja, Wiesbaden, Mainz, das ist ganz nah beieinander, okay. In die U16 gekommen, zu Mainz 05 und hab da dann 2 Jahre gespielt und... Boah, wenn ich jetzt da in der Jury wäre, ich könnte ihn fragen. Dann, ich könnte alles herausfinden. Dann in der U17 hatte ich nicht so viel Spielminuten und bin dann zu Kaiserslautern gewechselt. Ja, macht auch Sinn, warum? Weil Lautern, also es gehen viele Spieler, die mal bei... Das heißt viele, aber Spieler, die bei Mainz waren, wechseln zu Lautern... Mit Wiesbaden und Mainz, das ist so alles so dieses Dreieck und Frankfurt. Das sind so die Vereine, wo vielleicht, der, wenn der eine dort nicht spielt, dann geht er dorthin. Also dieser Wechsel macht schon Sinn. Also er ist ja sowieso für mich, aber es macht Sinn auf jeden Fall. 19. Hast du mehr Spielzeit jetzt? Ja, auf jeden Fall. Klingt glaubwürdig. Hast du Nationalmannschaft irgendwo was mit zu tun gehabt? Ja, in der U17 konnte ich für Amerika spielen, aber ich habe keinen Pass gehabt. Und es ist schwierig, den Pass zu kriegen, weil mein Vater muss auch einen Pass haben, damit es geht. Also hast du amerikanische Wurzeln? Ja, und italienische. Und Italien Nationalmannschaft war nicht? Nein, die... gar nicht. Sprichst du Italienisch? Ja, also ich kann alles verstehen, aber sprechen traue ich mich eher nicht so. Aber Englisch ist besser als das von Bora? Ja, ja, auf jeden Fall. Boras Englisch fand ich nicht schlecht. Wo habt ihr trainiert oder wo trainiert ihr? Wir trainieren bei uns am Trainingsgelände. Rote Teufel. Wie kommst du ins Stadion rein? Wie fahre ich da rein? Also die meisten Leute, die laufen dahin, weil man kann hinten... Boah, ich war auch noch nie im Stadion, bin ich ehrlich. Das ist so ein hoher Weg, Bruder. Der Stadion ist so auf dem Berg, du gehst so komplett hoch. Ich bin hoch. Bis jetzt nur ins Stadion gelaufen. Also ich wurde noch nie gefahren. Hast du mal in Lautern gespielt? Ich habe da Probetraining gehabt damals, 20. Echt? Ja. Okay, Freunde, wir müssen jetzt einen rauswählen, dann haben wir unser Finale. Hauptsache, der Terminus jetzt raus. Ja,
Bruder, die Story war schon okay, Digga, bis dahin. Deswegen habe ich mich versprochen. Du bist 28, warst du nervös? Deswegen, ich war nervös. Du hast die ganze Welt schon gesehen, du brauchst doch nicht nervös sein. So, Freunde, wir müssen jetzt trotzdem mal umdrehen. Ich würde tatsächlich Kenan rauswählen. Ihr habt aber, glaube ich, alle grad... Bora. Ich würde auch Bora aufschreiben. Jo, ja, Bora. Bora, sag mal was. Drive Brighton. Drive Brighton. Drive Brighton. Zu sagen willst. Könnten wir vielleicht nochmal ein 1 gegen 1 machen? Nein, das ist gut. Ja, wir haben genug 1 gegen 1. Wir haben nicht vor allem genug gesehen. Okay. Kenan ist der bessere Fußballer ohne Wenn und Aber. Aber ich finde, er hat sich ein bisschen... Aber deine Story war auch nicht gut. Aber Krieger. Aber wenn man ehrlich ist... Wir haben Bora schon echt weit gelassen, Bruder. Ich hab Bock, ich bin hungrig. Noch ein paar Zweikämpfe. Du bist Maschine im Zweikampf, Bruder. Ich hab schon gesehen. Du bist auch ein Kämpfer, Bruder. Das gefällt mir auch. Und Tyrese hat einen geilen Namen, aber hat auch irgendwas gelabert. Ich habe ja noch nie bei den Profis trainiert, oder? Ja, aber du musst ja wissen, wie das Stadion aussieht, wie man ins Stadion kommt. Du hast ja gerade selber gesagt, du bist nur ins Stadion hoch. Also, wenn man bei einer Mannschaft spielt in der Jugend und man hat mit den Profis noch nichts zu tun gehabt und man war, Gianni, und man war noch nie bei den Profis, dann sage ich euch ganz ehrlich, ich glaube ihn, dass er doch nie irgendwie im Dings da war. Hochgegangen. Ja, ich bin die Treppen hochgelaufen, weil man kann zwei Wege laufen. Also ich habe da keine zwei Wege gesehen. Ja, aber wie lange warst du denn da? Ich habe 3 Tage trainiert, aber ich habe ja immer im Stadion trainiert. Da ist das Stadion und Trainingsplatz war rechts, glaube ich. Wie lange bist du schon in Lautern? Jetzt mein zweites Jahr. Entscheidung ist aber klar, ja. Also du bist eh weiter, worüber brauchen wir nicht reden. Genau, kein Stress. Lass uns da nicht diskutieren. Bora, leider hast viel raus. Spaß reingebracht hier, hast auch gut Gas gegeben. Du hast echt starke Leistung, wirklich. Ja, Bora, mir danke, gefallen. Bora. Ja. Krieger. Ich kann nichts mehr dran ändern, ich habe es zwar versucht. Halbfinale. Hat nicht geklappt. Aufstehen und weitermachen. Liegen bleiben ist keine Option bei uns. Stark. So, Freunde, das Finale 1 gegen 1. Da gucken wir uns natürlich jetzt nochmal Kenan gegen. Also, wenn Kenan gegen ihn 1 gegen 1 geht, ich glaube, der kommt nicht einmal vorbei. Glaube ich. Gegen Tyrese an. Freut euch drauf. Wird ein Duell sein. Klein gegen groß. Freuen wir uns drauf. Dann bitte Finale. Bin ich mal gespannt. Vielleicht ist er Dings ehrlich, Bruder. Boah, starker, guter Durchgang. Ne, revidiere ich wirklich, Alter, der Große für seine Größe, das war auch ein super Übersteiger. Sehr clean. Bruder, 28. Echt Finale. Gute Bewegung, Alter, ich schwöre. Der ist ein guter Spieler von Kenan. Oder vielleicht ist er Dings ehrlich, Bruder. Ich schwöre stark. Ja, wirklich stark. Ich kann mir sogar vorstellen, so der spielt Regionalliga oder so. Schön in der vorne in der Spitze drin. Bruder, 28 gegen 17, auch richtig undankbares Duell, ne? Ja, vielleicht ist er auch wirklich, vielleicht ist er auch doch, Bruder. Er ist einfach nervös gewesen, Profis, Bruder. Also ich weiß nicht, ob da, ich weiß wirklich nicht, ob da Treppen gibt. Ich habe da keine Treppen gesehen. Aber es klang schon legit alles davor. Nein. Bei ihm, ne? Das kommt schon. Dieser Keeper, ich liebe ihn. Ich weiß, ja, ich liebe ihn. Er ist der Profi. Aber Digga, jemand mit so, mit der Größe so zu spielen, Alter, Hut ab. Was war das für eine Bewegung, oder? Du hättest am Anfang, erste Challenge, hast du niemals nichts zugetraut, sei nichts, ehrlich. Bruder. Ich hab den so schlecht gemacht, Bruder, der hat mich komplett überzeugt. Sagt, er könnte bei uns spielen, safe. Was ist dieser Tyrese für eine Position? Rechtsverteidiger. Digga, er ist sehr, sehr stabil. Einmal noch? Ja, Bruder, wenn du es als Stürmer gut machst, ist es brutal schwer. Aber er macht es auch echt gut, muss ich sagen. Und dann tauscht ihr, ja? Ja, ich habe keine Ahnung, was das für eine scheiß Position wieder, Alter. Keiner weiß, wir haben wahrscheinlich den richtigen rausgewählt. Weil der glaubst du? Ja, aber er ist 10 Jahre älter halt, ne? So. Ja. Ja, gut, Tyrese. Okay. Baba Name, ne? Tyrese. Ja, Bruder, warum heiße ich nicht so, Alter? Was für ein bodenloser Ball. Oh. Nur mit Tempo vorbei. Ja, reicht aber. Kommst zum Abschluss. Wenn du den Abschluss legt, reicht. Als Rechtsverteidiger ist in Ordnung. Keeper, der schlägt den Ball so zurück. Kennt ihr diese Folge von Dings? Kickers, Superkickers, wo Dings, der Torwart, dieser deutsche Torwart, den Ball so zurückwirft und sagt, schießt nochmal gegen Japan. Kennt ihr diese Folge? Superkickers war top, ne? Ich bin wie Madonna. Oh, stark. Gut gemacht. Bravo. Super. Er ist auch gut. Heute hat einfach körperlichen Nachteil hier.
Ja, aber er macht es für das, das, was er machen kann, macht er. So mit Tempo vorbeigehen und so. Er geht gar nicht in diesen. Das soll er auch machen, Digga. Wenn einmal ein Fight kommt, ist vorbei. Ist vorbei, genau. So, Freunde, wir müssen jetzt eine finale Entscheidung treffen. Dennis, willst du anfangen? Fang du mal an, wo du sagst, ganz das klar, ist dein Pro für heute. Er hat es richtig gut gemacht. Aber allen. Nee, warte mal, wie sagt man den Satz? Allem in allem? Nee. Allen in allem, glaube ich. Geschichte, alles, was Sinn macht, Tyrese. Mein Pro für heute ist Tyrese. Muss ich ja jetzt sagen, oder? Musst du sagen. Alles in allem, Mann, Digga. Ja, sorry. Aber die Challenge, ja. Hast du ein gutes Gefühl bei der Sache? Ja, muss ich sagen. Der war fußballerisch gut. Tyrese hat mir gefallen heute. Ich fand Tyrese auch top. Auch. Wir gehen auch mit Tyrese. Auch mit ich gehe auch mit Tyrese. Guten Gefühl? Ja, doch, schon. Digga, wenn noch jemand ist, wäre krass. Habe ich nicht gesehen. Ich bleib bei einem. Ich sag auch nicht zwei, nur Tyrese. Die Story hat so ein bisschen was durcheinander gebracht, aber ich glaube, er war einfach nervös, bisschen. Bruder, wenn Brighton das ist, ich schwöre auf alles, was ich habe. Dieser Stream wird nackt beendet. Nackt. Ich meine, er ist 17 Jahre alt, ich glaube. Der hat schon einiges drauf, deswegen ich bleib bei ihm. Paui? Für mich war auch Tyrese ziemlich schnell der Favorit, fußballerisch. Und dass er am Ende jetzt nicht weiß, ob da eine Treppe oder ein Weg ist, ja, ist, auch so ist irgendwie für mich nicht ausschlaggebend. Deswegen, ich glaube an ihn. Ja, ich gehe auch mit Tyrese, wobei ich irgendwie so das Gefühl, ich sage... Besser, wenn Brighton das ist, Glatze plus 0 mm Bart. Oh mein Gott. Ich sag's nur, Tobi, ich hab Tobi so irgendwie im Gefühl so... Drive Brighton. Unschein. Heilig könnte er auch nach vorne kommen. Aber wenn es jetzt sehen, dann darf bitte jetzt gerne unser Pro-Spieler nach vorne kommen. Ich stell mir vor, wirklich so einmal Brighton, Digga. Das wäre so geisteskrank. Niemals. Hadeland, Tyrese! Komm, Tyrese! Ah, ja, scheiße. Nein, ist er nicht. Ist er? Yeah. Normalerweise kommt immer erster. Aber ich sag ehrlich, ist noch nie erster. War heute, war nicht schwer. Ich sag ehrlich, war zu sehen. Willkommen, der Profi war. Also bei mir hat alles gestimmt. Du bist bei Lautern, hast vorher bei Mainz 05 gespielt. Genau. Also ich weiß nicht, ob da eine Treppe ist, wirklich nicht, weil ich kann nur den Weg so nach oben. Aber ich bin ehrlich noch nicht mit dem Auto irgendwie dahin gefahren. Nur zu Fuß dann. Ja, genau. Mein Bruder, Dankeschön für 20. Nein, niemals. Hast du jetzt mehr Spielzeit? Ja. Was spielt ihr? U19 Bundesliga? Genau. Bist du Stammspieler? Ja. Position war Rechtsverteidiger. Jungs, das merkt man. Glaubt mir, alle, die hier im Chat sind und die so Ahnung vom Fußball haben und so ein bisschen auch von NLZs und sowas, die haben so auch sofort gesagt, Tyrese. Rechtsverteidiger, rechts vorne, ich kann eigentlich, ja, aber eher Rechtsverteidiger. Wie steht die gerade Tabelle da? Vierter Platz von 8. Aber stark, gefällt mir. Danke dir, Tyrese. Warst du top. Dankeschön. Hören wir uns die anderen an. Matej. Justin, hey, danke schön nochmal, Bruder. Wir haben richtig gewählt. Ich schwör's, die tote Stimmung. Du. Ja. Digga, du warst der Feuer gelegt hat, Bruder. Wir waren die ganze Zeit auf ihn, Digga. Ja. Ich hab nur nochmal getippt. Dann werde ich am Anfang schon auf ihn getippt. Ich schwör's, Digga. Ja, ich spiele in der Oberliga Baden-Württemberg. Erstes Herrenjahr, ich bin 2,5, 19, frisch aus der Jugend. Letztes Jahr noch mit Tyrese gespielt in Lautern. Ja, hab seit U7 bis U18 bei Austria Wien gespielt. Dann bin ich nach Lautern in die U19. Alter, der hat ja wirklich bei Austria Wien gespielt, krass. Und jetzt erstes Herren Oberliga, ja. Du hast was drauf. Stabil, gesagt. Was, Digga. Oberliga. Ja, du hast echt viele Spieler? Nee, muss mich noch erobern, aber ist normal. Ja. Schaffst du schon. Bist ein guter Kicker. Niemals aufgeben. Du brauchst ein bisschen dieses Feuer vom Boden. Ja, das höre ich oft, Danke dir, Mathe, ja. Kennern. Ja, bei mir hat eigentlich alles gestimmt, außer dass ich jetzt dieses Jahr Profi bin. Ich habe nicht unterschrieben in der ersten Liga. Ich habe letztes Jahr in der zweiten Liga gespielt in Schottland, das stimmt. Wow. Wir sind abgestiegen, ich habe meinen Vertrag nicht verlängert und bin halt am Gucken momentan. Letztes Jahr war ich noch Profi, heute nicht. Ja. Schau, ich habe dich totgeschrieben nach der ersten Runde, aber du hast mich überzeugt, Alter. Krass. Hast du wirklich bei diese Borough oder wie die heißen? Ja, da habe ich gespielt letztes Jahr, also bis jetzt. Aber hast du getroffen da? Ich habe nur ein Tor gemacht, 4 Vorlagen, ich habe wenig gespielt. Okay. Am Anfang viel, ihr kennt das, Trainerwechsel. Ja, ja. Er hatte keinen Bock, nach 2 Wochen hat er gesagt, such den neuen Verein. Ich habe keinen gefunden, dann saß ich ein halbes Jahr. Würdest du in Deutschland spielen oder wohin, ist egal? Klar, wenn das richtig kommt, würde ich es auch machen. Ich will Fußball spielen, ich bin Fußballer. Hast du einen Berater? Ich habe einen englischen Berater, in Deutschland niemanden.
Ja, aber der hat noch nichts dir geklärt, oder was? Ich hatte ein paar Anfragen, aber Asien halt. Und klar, Asien ist auch cool, aber ich kann noch ein paar Jahre spielen, dann kann ich immer noch nach Asien gehen und ich würde gerne ein bisschen noch selber mehr erreichen. Ich habe ein paar Sachen, die ich noch gerne machen würde, die ich nicht geschafft habe und deswegen will ich noch ein bisschen spielen. Top. Falls du Berater suchst. Gute Einstellung. Und auf Group. Weiter, du bist gut, Alter. Bei mir war Kasper wahrscheinlich schon richtig. Ich war mit 17 in der Türkei, habe meinen Profivertrag dort bekommen. Oha. War bis jetzt vor 2 Monaten noch in der Türkei aktiv, zweite, dritte Liga. Oha. Jetzt habe ich mich entschieden, nach Deutschland wieder zurückzukommen, in der Oberliga gerade. Hast du auch Super League-Einsätze gehabt? Nee, ich war nur im Kader. Also ich war 5 Jahre bei Kassenpascha. Tschüss. Durchgang war Gänsehaut. Aber ja. Gänsehosen. Passiert jeden Mal. Ja, auf jeden Fall. Passiert halt wirklich jeden Mal. Es ist tagesformabhängig, es ist. Jeder verkackt mal. Ich habe auch schon Durchgänge gehabt, die ich verkackt habe. Das ist ganz normal. Das ist halt die Kacke. Wenn du bei Find the Pro bist, dann musst du halt da komplett abliefern, ne? Kann sein, ich gehe dahin und ich verkacke auch. Also es ist ganz, es passiert. Aber trotzdem sieht man den Bewegungsablauf. Und das ist eigentlich noch wichtiger. Aber ich war Jugend Deutschland, VfB. Da war ich 3 Jahre in Österreich, in der Fußballschule. Durchgang, ich schwör's dir, das passiert. Wenn du einmal raus bist, bist du vom Kopf heraus. Aber das Problem war, ich habe mich relativ spät entschieden und da war Transferphase schon richtig knapp und ich wollte eigentlich so ein bisschen weiter höher. Aber ja, die Mannschaft war relativ voll auch. Hier in der Umgebung gab es auch nicht mehr jetzt Großartiges. Bei mir in der Umgebung Heidenheim, ich spiele in der Bundesliga, kann ich vergessen. Aber ja. Danke dir. Ja, also ich spiele doch nicht bei Anderlecht. Ich spiele im Moment bei Bonner SC. Ich dachte, du spielst Anderlecht, Bro. In der U19. Mittelrheinliga, ne? Ja, genau, Mittelrheinliga. Ja, also ich habe auch eigentlich noch nicht in einem NLZ gespielt. Letzte Saison habe ich halt sehr gute Saison gespielt. Habe ich in 20 Spielen 17 Tore gemacht. Stark. Bei Deutz 05. Auch gegen FC Köln, gegen Leverkusen, gegen alle Mannschaften Tore geschossen. Stark. Und ja, mein Ziel ist auf jeden Fall eines Tages so wie ihr zu sein. Kannst du schaffen, ne? Du hast schon Tore gemacht. Einfach weitermachen. Maschine. Ich glaube an deinen Traum. Alles möglich, Digga. Schön gesagt. Viel Glück, ne? Ja. Ja, Nick. Ja, ich habe nie bei Luzern gespielt. Ich habe aber bei FC Thun die ganzen Jugenden durchgespielt. Das ist die zweite Liga in der Schweiz. Bis zu der ersten Mannschaft habe gegen den FC Luzern mein Debüt gemacht im Cup. Und dann wurde mein Vertrag beim FC Thun nicht verlängert. Und dann bin ich in die Promotion League, das ist die dritte Liga in der Schweiz, gewechselt zum SC Kriens. Und dann dort habe ich ein halbes Jahr gespielt. Und jetzt diesen Sommer zum FC Bühl, das ist auch in der Promotion League. Und ja, zurzeit spiele ich dort. Dritte Liga Schweiz gerade. Ja. Von Anfang an? Ja. Danke dir, Nick. Sag dir sogar was. Bora! Der Löwe, Digga. Bora, wo spielst du? Das interessiert uns alle jetzt. Ich habe wirklich bei Sichteln angefangen, bis zur U16. Dann wurde ich U17 von Rot-Weiß Oberhausen gescoutet, habe die U17 da gespielt. Dann bin ich U19 nach SSV Gefelbach gewechselt, auch Niederrheinliga. Felbert? Ja, ja. Da bin ich geboren. Da haben wir was gemeinsam. Habe ich 2 Jahre da gespielt. Dann bin ich wieder nach Sichteln gewechselt, habe 2 Jahre Landesliga gezockt. Und ich spiele jetzt gerade aktuell Oberliga bei FC Müderich. Stark, Oberliga, ich schwöre stark. Bruder, not bad, Bruder, stark. Nein, ich bin 21, ich bin nicht 18. Ich wusste das doch, Bruder. Ja, hab ich gesehen die ganze Zeit, Bruder. Aber bist du Stammspieler da auch? Ich schwöre, Oberliga nicht schlecht. Aber ich finde Oberliga manchmal haben echt gute Vereine. So. Ich habe jetzt 2 Spiele von Anfang an gespielt und 3 bin ich reingekommen. Hab letztes Spiel auch getroffen. Weak foot auch mit links. Oben reingeschlänzt von 6. Aber beidfüßig bist du ehrlich, Digga. Das war top, Bruder. Ehrlich, muss ich sagen, Digga. Ich wollte mich nochmal bedanken bei euch. Was denn? Ja, so, trotzdem. Dennis Sabi. Tobi. Bin nicht 18, sondern 22. Und spiele zurzeit in der 3. Liga in Österreich bei Austria Salzburg. Ey, so 3. Liga Österreich. Chat. Ist das so. Welche Liga ist das so in Deutschland ungefähr? Berlin-Liga habe ich gespielt. Eine unter Oberliga. 3. Liga Österreich ist hier Oberliga, Landesliga? Crazy, okay. Sana Tabellenführer jetzt. Und stark. 7 Spiele, 6 Siege, auch unentschieden. Spielst du von Anfang an? Nein, Bank. Und ehrlich, ich mag das. Ja, früher Salzburger Liga davor, 4. Liga in Österreich und davor bei Red Bull 9 Jahre lang. Hast du mit Dedic gespielt? Ja. Ja? Ja. Danke dir, Tobi, ja. Letzter. Nein, Abdul.
für mich der, Keeper, der beste Mann, Alter, heute, ja, Mann, auf dem Platz. Absolute Waffe. Ein bosnischer Löwe, ja. So, zuerst Jungs, ich bin der Arma Sanovic, bin 21 Jahre alt, spiele aktuell in der Regionalliga in Österreich bei FC Pinzgau. Du bist Stammkeeper bei dir, ne? Ja, ja. Wo wurdest du ausgebildet? Oder? So wie Oberliga. Ich war auch bei Red Bull, da war ich aber noch Spieler. War eine gute Folge, ich schwöre, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Gute Folge gewesen. Hat wirklich Spaß gemacht. Außer die Übersteiger. Red Bull ziemlich lange, dann zwei weitere Regionalliga-Clubs. Da habe ich gemerkt, okay, Wachstumswogen, es geht nicht, ich muss ins Tor gehen, ansonsten kann ich nicht spielen. Ich danke dir. Ja, danke fürs Zumachen. Und weiter so. Ich hoffe, ihr hattet da draußen Spaß an der Folge. Ja, Jungs, erstmal top, Digga, haben wir geschafft, Digga. Zwei von zwei ist gut, ne? Eine gute Folge. Quote hast du. Oder sehr gut. Dennis hat aber insgesamt auch eine gute Quote. Sehr, sehr, sehr gute Folge, muss ich sagen. Hat sehr Spaß gemacht.